Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Einen schönen guten Abend, schönen Samstagabend. Heute bei Okitoki um 20 Uhr begrüße ich ganz herzlich den Werner Altnickel von chemtrail.de. Hallo Werner. Ja, hallo. Wir haben für heute ein kleines Programm ausgearbeitet, das wir durchgehen wollen. Und beginnen wir ganz einfach mit dem ersten Teil. Da bitte ich den Werner zu erzählen, wie sein Werdegang bei Greenpeace und bei den Grünen begonnen hat und wie er die Entwicklung sowohl von Greenpeace als auch von die Grünen im Laufe der Zeit bis heute wahrgenommen hat, was sich geändert hat. Und wie er die Entwicklung überhaupt in der Richtung dieser alternativen NGOs und Parteien sieht. Bitte gerne. Ja, okay, erstmal guten Abend an alle Leute, die zuhören. Ich will mal mit den Grünen anfangen. Also ich selber bin ja schon einen Tag älter, ich bin ja schon 69 Jahre. Ich bin also quasi jetzt seit 33 Jahren bei den Grünen, die auch damals noch ziemlich grün waren. Also ich selber habe mich in meiner Einstellung gegenüber der Natur, Frieden und Umwelt nicht geändert, aber bei den Grünen hat sich da so einiges getan. Und auch die Offenheit, die damals da herrschte, die da am größten war von den damals etablierten Parteien, war das halt ein frischer Verein, wo alles diskutiert werden konnte und so weiter. Und bei den Altparteien damals war das schon schlecht möglich, da wurde dann mehr oder weniger verkündet, was die Oberen da beschlossen hatten. Und jetzt haben wir da ähnliche Zustände eben bei den Grünen erreicht. Also ich bin 1986 da eingetreten, frisch, fromm, fröhlich, frei und Hauptthema Umwelt, Energie, Einstieg war Tschernobyl, also Schwerpunktthema war für mich dann Energie, da bin ich auch größtenteils bei geblieben, wobei ich dann andere Themen auch bearbeitet habe. Ja, das war alles ganz, ganz okay, habe auch so Wahlkämpfe mitgemacht und getrommelt und. Nebenbei noch gearbeitet an einer Initiative zur Verhinderung von Müllverbrennungsanlagen und einige andere Dinge. Ich habe dann auch bei der Agenda 21, der im Ort hier mitgemacht, wo es also auch um Energie- und umweltschonende Verfahrensweisen ging. Und habe also dazu auch schon mal im Niedersächsischen Landtag vorgesprochen, um ein Recycling-Konzept, Cryo-Recycling vorzustellen, was also den ganzen DSD, also Plastikmüll, sortenrein hätte trennen können. Das wurde natürlich verhindert, weil bestimmte Kreise das eben nicht wollen. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Ja, und das ganze Unwohlsein fing dann an, ich sag mal, seitens der Grünen, wie ich dann also andere Themen mir zu eigen machte, die also selber nicht aufgegriffen haben. Also sprich zum Beispiel die ganze Wetterkontrollgeschichte, das hing ja dann auch direkt mit Greenpeace zusammen, weil die da auch nicht drauf angesprungen sind. Also ich rede hier also von Aerosolausbringungen durch Flugzeuge, was also allgemein Chemtrails genannt wird. Der Begriff kommt übrigens nicht von mir und auch nicht von der Szene, sondern das steht also auf der US Air Force Academy erster Seite, steht der Begriff Chemtrails drauf. Also daher kommt der ursprünglich und das war ja schon in den 90er Jahren. Ich selber bin zu dem Thema also erst 2003 gestartet, bin also gleich in die Schweiz gefahren, weil der es in Europa bekannt gemacht hat, Gabriel Stetter einen Artikel geschrieben hatte in einer anthroposophischen Zeitung oder Zeitschrift und dann in Raum und Zeit, das ist vielleicht bekannt, die Zeitschrift, die also sehr gute Themen immer drauf hat, dann bin ich also erst zu Raum und Zeit gefahren, war da aus gleich weiter zur Schweiz und habe mich dann weiter informiert und bin dann durchgestartet. Ich sage, wenn das jetzt hier in Deutschland noch nicht so richtig hochgekommen ist, das Thema, will ich also daran mitarbeiten. Habe ich dann auch fleißig gemacht. Jetzt kommt also Greenpeace da ins Spiel, da ich ja schon länger bei Greenpeace war, nämlich seit 1987 als Aktivist, also nicht nur am grünen Tisch, sondern ich habe auch Aktionen mitgemacht, also Kronos Titan im Schlauchboot zum Beispiel, wo wir Greenpeace also so ein Schiff dann festgekettet hat an der Pier, also angeschweißt hat die Kette, sodass sie nicht losfahren könnten zur Dünsterrückverklappung. Und ich war auch zum Beispiel
also mit hier bei den britischen Atombombenlagern und etlichen anderen Aktionen, also bei Höchst mit auf dem Kran mit 200 Leuten und so weiter und so fort. Habe also da immer fleißig was getan, ehrenamtlich natürlich, ohne Vergütung und auf eigenes Risiko das Ganze. Auch hier Atomtransportblockaden, wo man dann losgeflext wurde, wo wir uns da angeschlossen hatten und so weiter. So, also Greenpeace wusste zwar von diesem Ding, sagte aber ja, Chemtrails kümmern wir uns vorerst nicht drum. Ja, und das mehr oder weniger ausredenmäßig ging das ab. Dann habe ich gedacht, na gut, machst du Selbstaufklärungsarbeit, habe dann also einen Peter Platte kennengelernt, ehemaligen Jagdflieger der Bundeswehr, und mit dem habe ich dann zusammen durch die BRD bereist und habe dann also TU Berlin, in Chemnitz, westdeutschen Städten, also überall die Leute, hat es versucht aufzurütteln. Und dann sind wir 2004 nochmal vorstellig geworden bei Greenpeace, nachdem ich also auch in Greenpeace-Reihen da getrommelt hatte für das Thema, dass man da was tun sollte, aber eben die Zentrale nicht wollte. Sind wir da also hin und haben mit fünf maßgeblichen Leuten von Greenpeace gesprochen. Ja, und auch einen dicken Ordner dagelassen mit den ganzen Beweisen, die wir schon gesammelt hatten. Naja, es passierte dann nichts, also außer dass die Greenpeace-Zeitung, Greenpeace-Magazin, dann diffamierenden Artikel über mich schrieb und das dermaßen hintertückisch, und das ist sowas Ähnliches, was ich nachher hier bei den Grünen auch erlebt habe, dass sie einen Artikel geschrieben haben über einen durchgeknallten Solartechniker, der jetzt meinte, am Himmel würden da also irgendwelche Materialien ausgebracht. Ne? Ja, und sie haben also gar nicht erwähnt, dass ich also da schon seit 1986 Greenpeace aktives Mitglied bin und auch wirklich Aktivist, auch der Tat, ja auch hoch geehrt wurde da, weil ich also einen deutschen Solarpreis bekommen habe und auch das Photovoltaikprogramm mit angeschoben habe von Greenpeace und so weiter. Haben mich dann auch hoch geehrt, irgendwie, ja, weil ich eben deren Sachen verfolgt habe. So, aber wie ich dann anfing mit diesen anderen Themen, war plötzlich also ziemlich eisige Stimmung. Also ich habe dann versucht, eine Gegendarstellung da durchzukriegen. Also die haben mir dann einen Leserbrief gegönnt von Greenpeace, wo ich dargestellt habe, dass es ja wohl eine Ungeheuerlichkeit ist, dass noch nicht mal erwähnt wird, dass ich Greenpeace-Mitglied bin und meine ganzen Verdienste. Fernsehtechnikermeister mit Lehrlingsausbildung, eigenen Fernsehladen mit Videothek und HiFi-Studio und was weiß ich. Das haben die alles weggelassen, weil natürlich sonst es schwer vermittelbar ist, dass jemand durchgeknallt sein kann. Ja, da machen sich die Leute Gedanken. Aber dieser Tenor wurde auch bei der Presse verfolgt, dann innerhalb der langjährigen Verfolgung, muss ich schon sagen, die mir gegönnt wurde. Also es wurde immer selten in ganz wenigen Beiträgen noch erwähnt, was ich also alles kann und auch an Verdiensten habe. Gut, man schmiss mich dann letztendlich bei Greenpeace heraus im Jahr 2005. Ach ja, 2004 war noch die Initialzündung, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung also eine Dreiviertelseite über mich brachte und über diese Zeitungsnachricht Greenpeace die Frage stellte, was denn ein Mitarbeiter von Greenpeace, also Werner Altnickel, da öffentlich von sich gibt, ob das im Interesse von Greenpeace wäre. Da haben die damals noch gesagt, ja, das wäre meine Privatangelegenheit. Aber ein Jahr später hat man mich halt rausgeschmissen. Auch alles unter sehr dubiosen Umständen. Ich habe also zweimal Vorträge da gehalten beim Bundeskongress der Greenpeace-Gruppe. Also nicht der Gruppe, sondern Greenpeace International halt. Die deutsche Fraktion davon. Da wird also einmal im Jahr so ein Treffen veranstaltet mit ungefähr 600 Leuten. Und da habe ich halt einmal einen Vortrag gehalten zu 9-11, was mir schon sehr komisch vorkam. Habe ich auch die Genehmigung bekommen von der Frau vor Ort. Aber der Zentrale gefiel das halt nicht. Und ja, und das andere Thema gefiel halt auch nicht. Ne? Inzwischen weiß ich ja, dass da von oben also Signale kommen, dass diese Themen nicht bearbeitet werden dürfen. Und ein weiteres Thema eben auch nicht, das ist die Uranmunition, die die Amerikaner und die NATO da in den angegriffenen Staaten verballern, angefangen 1999 im Kosovo und dann eben bei den ganzen Angriffskriegen im Irakkrieg. Und auch in Afghanistan und so weiter, in Libyen, also überall wird da Uranmunition eingesetzt. Ja, und diese Ungeheuerlichkeit müsste eigentlich Greenpeace ja auch bearbeiten. Die haben das auch ein bisschen gemerkt bis 2003 und dann war Schluss. Also weder gegen die Angriffskriege der Amerikaner und NATO hat noch ein Pieps da getönt von Greenpeace, noch gegen die Uranmunition. Und das fand ich schon sehr befremdlich und andere Greenpeacer auch. Und gut, ich habe halt nicht locker gelassen. Und habe dann das eben private, auf private Kappe dann eben veröffentlicht, das Ganze. Und dann wurde es natürlich immer augenscheinlicher und Leute fragten auch, ja, wieso geht Greenpeace da nicht ran? Und dann musste ich ja wohl
mindestens einfach stillgelegt werden, indem man mich da rausschmiss. Gut, das war also diese Episode. Beim letzten Vortrag zu Greenpeace vielleicht noch als Nachtrag habe ich, da wurde gefragt, dass man persönliche Projekte da vorstellt. Habe ich gesagt, ja wunderbar, dann mache ich halt diese Wetterkontrolle. Kriegte ich auch genehmigt von der Dame, die dafür zuständig war. Und dann wurde aber plötzlich gesagt, nee, das könnte ich nicht halten, den Vortrag. Ja, dann habe ich da ziemlich Rummel gemacht und gesagt, also das gibt hier ein Eklat, weil ich war ja ziemlich bekannt bei den Greenpeace-Mitgliedern da und nicht negativ bekannt, sondern positiv. Und dann haben sie es mir dann doch genehmigt, da vor circa 20 Leuten da was zu erzählen. Haben mir dann Aufpasser reingesetzt, nämlich den Menschen, der die Lobbyarbeit für Greenpeace in Berlin macht, mit zwei Zeugen. Die haben wir dann nachher befragt. Was wollt ihr denn hier? Ihr seid ja gar nicht angemeldet. Ja, wir sollen aufpassen und sagen, was ich jetzt hier erzählt habe. Naja, das war ja schon mal sehr seltsam. Und gut, darauf folgte dann eben ein Jahr später der Rausschmiss und mit einem Kündigungsschreiben, was also meine Verdienste gewürdigt hat, aber ausdrückte, dass also die Themen, also 9-11, nicht? Also die Sprengung der Türme da in USA und auch die Thematik, also Wetterkontrolle, dass das nicht im Interesse von Greenpeace war. Gut, das wäre das. Also so habe ich jetzt kurz mal Greenpeace abgehandelt und komme jetzt mal zu den Grünen, die ja teilweise sogar verwechselt werden mit Greenpeace. Ja, gut. Ich habe dieselbe Thematik natürlich auch bei den Grünen vorgetragen. Nun muss man wissen, ich war eine Zeit lang sogar mit im Vorstand, also als Kassierer, weil ich durfte von Greenpeace wegen nicht öffentlich politisch auftreten, deswegen Kassierer war unverdächtig und da steht man auch nicht in der Presse. Wenn man dann nämlich so ein richtiges Parteiamt annimmt, dann widerspricht das den Greenpeace-Statuten. Man muss ja da neutral sein. Okay, das war das. Und ich sollte sogar mal, also es war die Idee bei den Grünen, dass sie mich aufstellen wollten hier, also bei der Oldenburger Kommunalwahl halt. Und da habe ich mir 1,5 Jahre halt das Ganze angeschaut, die ganzen Papiere mir auch durchgelesen, aber ich musste dann, also weil ich meine Fernsehladen ja quasi hier sehr zeitraubend am Hals hatte, konnte ich das nicht machen. Also das habe ich dann sein gelassen. Nichtsdestotrotz habe ich also eine Menge Zeit zugebracht, also an aktiver Arbeit, sowohl bei Greenpeace als auch bei den Grünen. So. Ja, ich habe also immer dann meine Erkenntnisse dann mitgeteilt, stieß also auf gar keine Resonanz. Dann kam noch ein anderes Thema dazu, zu der Wetterschose. Ich hatte davor auch schon mal angestoßen und dann auch sowohl den Partei Oberen, also sprich Herrn Trittin, mal Papiere mitgegeben, sowohl zur Wetterkontrolle als auch schon mal zu anderen Dingen und hatte dann auch mal was hingeschickt, nämlich 21 Fragen zur Rechtslage Deutschlands. Hab da nie eine Antwort bekommen, hatte dann mal nachgefragt bei Herrn Nachtwey von den Grünen, der also damals für die militärischen Sachen da zuständig war bei den Grünen und den hatte ich dann am Ende einer Veranstaltung eben gefragt. Ja, was ist denn mit den Fragen, die ich da gestellt habe? Also zu 9-11 hatte ich auch Fragen gestellt. Da wollte ich eine schriftliche Antwort haben. Die würde ich nicht bekommen, hat er mir ganz frech gesagt. Gut, habe ich gedacht. Ich habe mich zwar gewundert und gesagt, das sind ja seltsame Methoden hier. Das verträgt sich ja gar nicht mehr mit der Offenheit und ja, überhaupt der ganzen Vorgehensweise der Grünen in den ersten Tagen oder Jahren. Ja gut, und so schrumpfte das dann alles weiter zusammen. Man ließ mich also laufend auflaufen, sogar dann noch. Gut, also einfach was Positives muss ich jetzt mal erzählen, und zwar damaliger niedersächsischer Landtagsabgeordneter, den konnte ich also noch dafür begeistern, eine Anfrage zu stellen an die Bundeswehr, weil damals ist ja hier über Deutschland ein 100 Kilometer breiter und 300 Kilometer langer Streifen von seltsamen Partikeln rübergezogen, wo die Wetterdienste dann irritiert waren und dachten, das ist eine Wolke und da kommt der Regen und haben dann falsche Wetterberichte rausgegeben. Also die Story kann man nachlesen bei donnerwetter.de. Die haben dann nachher sogar geklagt. Es kam dabei raus, dass es sich um Düppel handelte, durch die Anfrage dann unter anderem hier von dem grünen Landtagsabgeordneten. Ralf Briese hieß er. Und ja, das war so die einzige Aktivität, die hatte zwar nichts mit Chemtrails direkt zu tun, aber das hat er also auf seine Kappe dann da mal gemacht. Sonst bin ich also laufend hier aufgelaufen, sogar dann noch, wo wir beim Europäischen Parlament eingeladen waren und haben das Thema Wetterkontrolle halt vorgebracht und auch nochmal die ganze Habschose, die vom Europäischen Parlament schon mal im Jahr 1998, 99 behandelt wurde und zwar ziemlich groß.
Da waren sogar Leute von der russischen Duma dabei. Die Amerikaner waren auch eingeladen, weil die ja die Habanlage zu verantworten hatten. Die sind gar nicht erst gekommen, weil die da wohl sich nicht reinreden lassen wollten. Und in diesem Papier, was dann halt herauskam 1999, da war aber ich selber nicht dabei, aber das kann man nachlesen auf den europäischen Parlamentsseiten, wurde Hab also als klimazerstörendes, nein, als klimabeeinträchtigendes Waffensystem benannt. Ne? Und es wurde auch gesagt, dass die Bevölkerung nahezu gar nichts darüber weiß und dass also da aufgeklärt werden müsste. Ja, hat die EU aber leider nicht gemacht, also vermutlich, weil sie zu viel Respekt vor den Amerikanern hatten und da keine schlechte Stimmung machen wollten. Also das schlummert da, das Papier ist aber sehr ausführlich, sollte man sich mal durchlesen. Ja, das hatten wir also zum Anlass genommen, also eben diese Aerosolausbringung, sprich Chemtrails und HAARP da zu behandeln, haben dann also so einen Film vorgespielt, also What in the World Are You Spraying oder Why in the World Are You Spraying, eins von den beiden Filmen. Der Filmemacher war auch dabei aus Amerika. Und am nächsten Tag haben wir dann Fragen, kritische Fragen gestellt. Beim kleinen Sektempfang, wir waren also ja mit 48 Leuten aus 16 Nationen da vorstellig und ich war auch dabei mit meiner Kamera, habe das alles dokumentiert, also die ganzen englischen Reden und so weiter. War sehr interessant, also auch zum Glück habe ich da den Sektempfang schon gefilmt und da sagte der, der uns mit eingeladen hatte und der überhaupt ermöglicht hatte, dass wir da vorstellig werden konnten beim Europäischen Parlament, ein Herr Chiesa, der also früher eben auch Parlamentsangehöriger war und eine weitere Frau, die hat das ermöglicht, dass wir da hinkommen konnten. Also der Chiesa sagte, er hatte nämlich einmal einen Film vorgestellt im Europäischen Parlament und der heißt Zero, also Zero geschrieben, kann man sich auf YouTube oder konnte man sich auf jeden Fall angucken, müsste mal gucken, ob er den noch findet. Das war ein Aufklärungsfilm über die seltsamen Dinge in New York mit den beiden Zwillingstürmen. Und da sagte er, ihr müsst euch nicht wundern, denn diese Themen, sowohl 9-11 als auch das Thema Chemtrails HAARP und das ist, sind gefährlich für die Parlamentarier. Und ihr müsst euch nicht wundern, wenn kaum Presse da ist und auch von den Parlamentariern sich nicht sehr viele hierher trauen. Das fand ich schon mal sehr aufschlussreich, habe das gefilmt und ins Netz gestellt. Und ich habe auch ins Netz gestellt, was dann nachher also der grüne Parlamentsangehörige, der für die europäischen Grünen da gesprochen hat, uns lobte, dass wir diese Dinge angehen und dass es ja also sehr wichtig ist und so weiter und wir nicht nachlassen sollten. Und er sagte dann, dass diese Techniken, also sprich Chemtrails, HAARP und das Ganze, ja, gefährlich, ja, sind und auch das Militär daran stark interessiert ist, an diesen Dingen. Und dann sagte er noch in Bezug also auf die Aerosolausbringung, dass es ja nicht nur um Versuche geht, sondern dass der Himmel in gewisser Weise ja bereits verarbeitet wird. So. Habe ich auch gefilmt, ins Netz gestellt und ja, und dann haben wir eine Menge Leute da angerufen bei ihm im Büro und haben ihn loben wollen, dass er so mutig ist, also dieses Thema jetzt mal hochzubringen. Darüber hat er persönlich dann also keine Antwort losgelassen, aber sein Pressereferent stellte es dann so dar, dass man ihn falsch verstanden hätte. Ja, also bei den Worten gibt es aber nichts falsch zu verstehen, aber so geht man dann damit um. Also ich sag mal, von der höheren Charge sind diese Themen einfach tabuisiert. So. Das war das. Und das habe ich denen also hier in Oldenburger Vorstand vorgespielt, was er gesagt hat. Und selbst dann guckten die nur betroffen, also auf die Tischplatte und wollten trotzdem nichts davon wissen. Also so weit ist es inzwischen. Es werden also die Augen und Ohren verschlossen gegenüber Dingen, die da sind und sogar von der eigenen Partei, also sogar von Großkopferten, bestätigt werden. Nicht? Weil der ist unter anderem auch zuständig, also hier derjenige, der den Kommentar da abgelassen hat, für russische Angelegenheiten und so. Also das ist jetzt kein ganz kleiner Hinterbänkler. Ja, das ging dann so weiter. Man hat dann anscheinend also hinter meinem Rücken da, ja, man wollte sich, letztendlich wollte man mich irgendwann loswerden. So. Und der Skandal, den ich jetzt mal eben verkürzt da bringe, ging so los, dass ich aus der Sendung Fakt, die 3,2 Millionen Leute gesehen hatten, wo mal wieder ein diffamierender Fernsehbeitrag über mich kam, darüber habe ich erfahren, dass ein Parteiausschlussverfahren gegen mich angestrengt wird. Ja, das fand ich ja nun ganz komisch. Ne? Und das war also ein Gag, also ein bezeichnender, wie die Presse hier arbeitet. Das ist auch ein tolles Spiel. Und zwar läuft es so, dass in diesem Falle hatte ich mit dem MDR, so also Mitteldeutschen Fernsehen, hatte ich einen Vertrag gemacht und mir auch zusichern lassen, dass ich, bevor die da senden,
mir schreiben, was sie verwenden werden. Das haben die mir auch zugesichert. Das ist das erste Mal gewesen, dass überhaupt jemand das gemacht hat. Und dann habe ich mich auch darauf eingelassen, dass sie hier filmen durften. Die haben ja auch brav gefilmt. Gegen das Filmteam ist auch gar nichts einzuwenden. Aber was nachher am Schneidetisch passiert, ist ja eine ganz andere Sache. Und das finden teilweise die Filmer, die da vor Ort sind. Das sind übrigens alles in der Regel private Filmer. Also auch bei Kerner Show war das so, die auch schon bei mir waren. Die kann eigentlich gar nichts dafür, was da nachher an Mist zusammengeschnitten wird. Ja gut, kurz und gut. Ich hatte dann unter anderem gesagt, also dass Ahmadinejad schon zweimal der internationalen Presse mitgeteilt hätte, dass also Europa abregnen lässt, also künstlich abregnen lässt, damit also Iran austrocknet. So, also ganz klare Sache von Wetterkrieg. Und dann wurde natürlich eingespielt, also bevor dann mein Kommentar so also kam dazu, oder diese Aussage wurde gesagt, ja, der Holocaust-Leugner Ahmadinejad hat gesagt, so. Man muss ja jetzt unbedingt irgendwie ein paar diffamierende Worte da reinbringen, womit ich aber gar nichts zu tun habe. Ne? Und dann wurde noch, ich will das ja kurz halten, erwähnt, ja, ich hatte ja auch mal einen Vortrag gehalten beim Honigmann-Treffen, zu dem mich der aber fünfmal versucht hat, breitzuschlagen. Letztendlich habe ich dann nachgegeben, habe da einen Vortrag gehalten. Ja, und das wäre ja auch ein Holocaust-Leugner. Ja, da habe ich gar nichts mit zu tun, was die Leute da selber von sich geben. Aber das musste natürlich unbedingt in den Filmbeitrag reinkommen. Und dann kam noch so eine Nummer. Ich hatte also in diesem Vortrag nur ganz kurz was zu Chemtrails gesagt, sondern es ging schwerpunktmäßig jetzt über Einwanderungspolitik. Es ging also um radioaktive Verseuchung, auch teilweise absichtliche radioaktive Verseuchung und diese Dinge. Rajkowski-Protokoll habe ich ein paar Zitate rausgebracht. Also im Grunde Geopolitik und so, und solche Dinge. Und eben auch die Einwanderungsnummer, die jetzt hier läuft, die ja also absichtlich angeturnt wurde, eben von der UN 2000 das Papier Replacement Migration, also Austauschmigration, nannte sich das ja, und wo auch ein EU-Papier eben existiert von Herrn Timmermans, vielleicht kann man da nachher nochmal eben drüber sprechen, der ja ganz klar gesagt hat, dass das also geplant ist, das Ganze. Und naja, und er hat ja zum Beispiel das Zitat gebracht, dass es also die Masseneinwanderung von muslimischen Männern nach Europa sei ein Mittel zu diesem Zweck, also zum Zweck der Vermischung. Kein Land solle der unvermeidlichen Vermischung entgehen, vielmehr sollten die Zuwanderer veranlasst werden, auch die entferntesten Plätze des Planeten zu erreichen, um sicherzustellen, dass nirgends mehr homogene Gesellschaften bestehen bleiben. So. Und das habe ich natürlich auch versucht zu verbreiten bei den Grünen. Das wurde mir dann aber sehr bald untersagt. Also Wahrheiten sind da nicht beliebt gewesen. Und man hat sogar dann also einen Oldenburger Parteibeschluss veranstaltet hier vom Vorstand her, dass also keine Informationsschreiben oder Zettel da mehr verteilt werden dürfen. Also voll die Zensur. Das hat mich also schon sehr erstaunt, wie sich da die Partei gewandelt hatte, also samt des Personals, der da angestellt war. Ja, gut, wie ging es weiter? Also, ich habe dann natürlich angerufen, wie ich da also gewahr wurde, oh Gott, wieso informiert man mich nicht? Weil es hat vorher schon mal so einen Fall gegeben, wo da Leute wohl gegen mich gehetzt hatten, von Antifa-Seite und so weiter. Und da hat man mich dann vorgeladen, das liegt aber schon bestimmt 7, 8 Jahre zurück oder noch länger. Da war nämlich eine Unterstellung, ich würde demnächst der Umweltminister irgendeines komischen Stasi-W-Vereins da sein, ja. Absoluter Quatsch. Das Einzige, was ich an Verbindung zu dem Verein da hatte, war, ich habe mal denen also einen Artikel zur Verfügung gestellt über Wetterkontrolle. Sonst habe ich da eigentlich nichts mit zu tun gehabt. Aber da wurde jetzt irgendjemand hat einfach im Internet über Antifa, Psiram-Seiten, was damals noch ESOWAT hieß, irgendwas behauptet und es wurde einfach so übernommen. Und dann hat die ganze Szene das einfach geglaubt, ohne Überprüfung. Gut, das konnte ich ausräumen, dass das Quatsch ist. Ja, nichtsdestotrotz hat man das jetzt wieder aufgegriffen, obwohl es lange geklärt war. Ich habe auch eine Distanzierung bei mir auf die Seite gestellt, dass ich da gar nichts mit zu tun habe und dass das alles Blödsinn ist. Okay. Gut, also ich habe dann halt hier reklamiert und gesagt, was ist denn da los? Wer ist denn zuständig für diese komische ja, Klage gegen mich, um mich rauszuschmeißen bei den Grünen? Da habe ich also dann Christine Bundies angerufen. Das ist auch noch eine Kundin von mir, mitsamt dem Mann, ich habe mir meine Photovoltaikanlage gebaut und wir waren im guten Einvernehmen. Ja, das hat mich schon sehr gewundert. Und die wand sich dann so und sagte, ja, das würde wohl hauptsächlich vom Landesverband ausgehen, Niedersachsen, und die hätten da gar nicht so viel mit zu tun. Fand ich schon sehr komisch. Stellte sich nachher auch als Lüge heraus.
Und dann rief mich ein Herr Peters an, Mike Peters, der auch im Vorstand der Grünen in Oldenburg hier ist, und der sagte dann, ja, ich sollte keinesfalls mehr Christine Bonius anrufen in diesen Dingen. Ja, wahrscheinlich hat sie sich geschämt und wollte da nicht mehr sich hin und her winden, nehme ich an. Und der hat mir dann versprochen, dass er mich also nochmal kontaktiert per Telefon und das nochmal aufklärt, wie das jetzt alles gelaufen ist. Der Anruf ist nicht passiert, sodass ich dann also nach, ich weiß nicht, 1, 2 Wochen oder wie lange das war, Wartezeit, dann ja einfach hingegangen bin zur Vorstandssitzung und da waren die beiden auch zugegen. Und die habe ich dann auch konfrontiert, damit ich sage mal, was ist denn da los? Wieder ruft mich hier einer zurück, ich möchte das auch geklärt haben. Ja, dann behauptete Herr Peters noch, er hätte 20 Mal versucht, mich anzurufen, was also eine glatte Lüge sein muss, weil meine Frau ist fast immer da und ich bin auch da. Also das gibt es nicht, wenn einer 20 Mal anruft. Okay, jedenfalls fragte ich dann so, habt ihr denn überhaupt die grüne Basis in Oldenburg mal gefragt, ob die damit einverstanden sind, dass ich da rausfliegen soll? Nee, das bräuchte man nicht. Man bräuchte die Basis nicht fragen. Ja, das ist ein sehr komisches Demokratieverständnis, habe ich mir gedacht. Verständnis. Okay. Ja, dann ging das so weiter. Also ich kriegte dann nach einer gewissen Zeit, kriegte ich dann ein 91-seitiges Papier, also quasi so eine Art Anklageschrift, wie schlimm ich denn bin. Und da hatten die dann unter anderem meine ganzen 1100 Videos, also sind nicht alles meine, sondern die Videos, die ich auf meinem YouTube-Kanal damals hochgeladen hatte. Und wir waren damals bei 11 Millionen angeschauten Filmen angekommen, sodass das bestimmten Leuten anscheinend wehtat. Also alles kritische Sachen, nichts Diffamierendes oder nichts Beschimpfendes und so. Und deswegen habe ich mich gewundert, was soll der ganze Zirkus hier eigentlich? Und also in diesem Schreiben waren dann also jede Menge dubiose Vorwürfe gegen mich. Der Gestalt, dass da jetzt in irgendwelchen Filmen da antisemitische Inhalte drin gewesen sein könnten und so weiter. Also alles ziemlich aus der Luft gegriffen, was ich dann nachträglich auch, ich habe mir also 3 Wochen Zeit genommen, das Ganze zu zerpflücken und habe also jede Menge von diesen dubiosen Behauptungen also quasi entkräftet und auch mit Beweisen dabei. Ich habe also ein ganzes Paket da wieder hingeschickt. Das kümmerte anscheinend aber auch keinen. Ja, gut. Also dann habe ich erzwingen müssen, dass zumindest ein Teil der grünen Basis, also die ungefähr aus 150 Leuten hier besteht nur in Oldenburg, also an Parteimitgliedern, gehört wurde. Da waren dann aber nur, ich glaube, 8 Leute da. Aber dabei stellte sich heraus, also ich habe einfach nur Fragen gestellt. Ich habe gesagt, kennt denn überhaupt jemand hier zum Beispiel das Kuddehove-Kalergi-Papier? Kennt jemand den Unterschied zwischen der Judenheit und Kasan? Also Geburtsjuden und ja, Glaubensjuden. Keine Ahnung. Also keiner am Tisch hatte Ahnung, also auch die Vorstandsmitglieder nicht. Aber sie erdreisteten sich, dann irgendein Urteil zu fällen über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Also von Weltpolitik mal sowieso zu schweigen, da hat also kaum einer überhaupt einen Schimmer in dem Oldenburger Verein hier. Und über Geopolitik auch nicht und über diese ganzen anderen Dinge, die ich da quasi auch oft referiert habe und auch mit einer Menge Zuhörer referiert habe, bis zu 1000 Leuten damals in der Schweiz, die ja bestimmt auch nicht alle ganz unterbelichtet sind. Naja, und das Interesse der Presse an mir, ich hatte ja fast alle Fernsehsender inzwischen hier und wie gesagt, FAZ, Nordwestzeitung, ganze Seite plus Titelseite und all diese schönen Sachen, Berliner Rundfunksender, Berliner Zeitung und, aber alle mit dem Tenor, mich aufs Glatteis zu führen und mich irgendwie als Verschwörungstheoretiker oder Schlimmeres darzustellen. Ist nie richtig gelungen. Wir hatten sogar teilweise positive Effekte, also beim letzten Artikel der FAZ, also das war glaube ich, also mindestens eine Seite, wenn ich anderthalb, ich weiß es nicht mehr genau, da haben die in einem Artikel es fertiggebracht, 62 Mal Verschwörungstheoretiker und Verschwörung unterzubringen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann noch andere Wörter, also was dann irgendwie Reichsbürger und sonst was, womit ich also null zu tun habe, schon von der Geburtszahl nicht, weil ich bin 1949 geboren und als Reichsbürger darf nur jemand bestenfalls beschimpft werden, der von 1935 bis 45 die deutsche Staatsangehörigkeit unter dem Hitler-Regime hatte. Also alles Schwachsinn eigentlich, aber man kommt eben unter diesen komischen Sammelbegriff. Also alle Verschwörungstheoretiker oder Leute, die jetzt Prepper, also die sich vorbereiten auf irgendwelche seltsamen Zustände, die mal eintreten könnten, hier also Bevorratung zum Beispiel, oder eben Identitäre, die kommen jetzt alle unter diesen großen Deckel hier und die sind dann per se, wenn sie unter dem Deckel sind, auch noch gefährlich. Naja, also das ist alles nicht so ganz schön, was da abgelaufen ist. Und ja. Wie ging es weiter? Ich bin dann dagegen angegangen. Ja,
Gut, ich kürze mal nochmal ab. Dieser Landesausschuss, ja, oder das Landesschiedsgericht nennt sich das, was so die Sachen bearbeitet und darüber urteilt, ob jetzt da die Anklage richtig ist oder falsch, hat dann also quasi geurteilt, also das wäre okay, also ich würde rausfliegen. Da bin ich dann gegen angegangen, weil verschiedene Sachen da nicht korrekt gelaufen sind. Also zum Bundes, also eine Anhörung wollte ich haben und also auch nochmal eine Betrachtung des Bundesschiedsgerichts, was eigentlich in Berlin per Adresse ansässig ist, aber da wurde gesagt, nee, das sind die nicht, sondern das ist jemand, ein Anwalt in Bielefeld und zwar mit dem Namen Hartmut Geil. Gut, daran habe ich mich dann gewandt, habe dann da auch noch Papiere hingeschickt und dann gab es also hin und her mit Papieren. Hab neulich nochmal wieder ein Packen gekriegt hier von Oldenburg, weil die da ja nicht locker lassen. Haben die gleichen Punkte wieder zum Teil angeführt, die schon seit Jahren geklärt sind. Also ich deute das als Zeichen der Hilflosigkeit. Und ja, wie gesagt, Argumentation ist sowieso auf sehr dünnen Füßen aufgestellt. Ich habe natürlich aufgrund dieser seltsamen Behandlungsweise, die ich die letzten, ja, muss ich schon sagen, im letzten Jahrzehnt schon ungefähr da genossen habe, natürlich auch mal Kritik öffentlich an den Grünen geäußert. Ja. Das wurde dann ausgelegt, das wäre eben parteischädigend und was weiß ich alles. Aber es wurde alles versucht, also auf die Schiene zu ziehen, als wenn ich jetzt also ein ganz böser Nazi wäre. Ja. Weil das ist ja immer so das Totschlagding, was da benutzt wird. Und so sieht es da halt aus. Gut, ich könnte da noch mal was zitieren. Da müsste ich mal eben kurz nach unten greifen. Und zwar, der Witz ist jetzt auch noch her, dass sie, ich habe also hier eine Abschrift vorliegen von den Grünen, dass sie quasi auch jetzt ein Beispiel gebracht haben von einem Okitalk-Interview von mir vom 29. Juli 2018. Und da haben die tatsächlich sich das, also sie haben sich sehr viele Videos angeguckt. Ich meine, herzlichen Glückwunsch, da haben sie wahrscheinlich auch was dabei gelernt, hoffe ich jedenfalls. Und da sind dann so im Wege von Amtsermittlungen, also ich wüsste ja nicht, dass das ein öffentliches Amt ist, also dieser Ausschuss da von der Partei, hier sachdienliche Nachforschung anzustellen, vergleichsweise zur Inquisitionsmaxime, statt vieler hier nur BGH, Beschlussform 6 und so weiter. Also das Wort ist schon klasse, Inquisitionsmaxime. Und dann geht das los, öffentliches Interview des Antragsgegners bei OKTALK. Also ich gab da ein mehrstündiges Live-Interview, welches aufgrund seiner besonders einschneidenden Inhalte hier dem Gericht im Einzelnen zur Kenntnis gebracht werden soll. Ich finde das bloß so exemplarisch, deswegen wollte ich da mal so ein paar Sachen draus zitieren. Ein Mitschnitt des Interviews ist im Internet zu kriegen und so weiter. Stimmungsmacher, also erstens Stimmungsmacher gegen Ausländerinnen in Deutschland. In diesem Interview betreibt der Antragsgegner zusammenfassend gesagt über weite Strecken Stimmungsmacher gegen in Deutschland lebende Ausländerinnen. Insbesondere ab Timecode 1:55 sowieso. Und dann wird er vom Leder gezogen. Und dann kommen eben so Sachen in der zweiten Überschrift, rassenideologische und rechtsextreme Aussagen hätte ich gemacht, weil ich über Zwangsvermischung und bei Timecode sowieso abermals von Vermischung des deutschen Volkes gesprochen habe. Ja, was soll's? Ich habe ja vorhin schon kurz zitiert, was also hier der Herr Timmermans gesagt hat. Und zwar ist er ja nicht irgendjemand, sondern der ist der Vizepräsident der EU-Kommission. Ja? Und die Überschrift heißt hier multikulturelle Staaten, nein, Entschuldigung, monokulturelle Staaten ausradieren. Das heißt also, das, was hier in Deutschland noch vor Jahren geherrscht hat, also wirklich nur Deutsche. Die Zukunft der Menschheit, so Timmermans, beruhe nicht länger auf einzelnen Nationen und Kulturen, sondern auf einer vermischten Superkultur. Die heutigen Konservativen, die ihre eigenen Traditionen wertschätzen und eine friedliche Zukunft für ihre eigenen Gemeinschaften wollen, berufen sich laut Timmermans auf eine Vergangenheit, die nie existiert hat. Ja, wie bitte? Die Vergangenheit hat nicht existiert. Und können deshalb nicht die Zukunft diktieren. Europäische Kultur und europäisches Erbe seien lediglich soziale Konstrukte. Ja, anscheinend genauso wie Männchen und Weibchen auch nur soziale Konstrukte sind. Und jeder, der etwas anderes behaupte, sei engstirnig. Ah ja. Europa sei immer schon ein Kontinent von Migranten gewesen und europäische Werte bedeuteten, dass man multikulturelle Diversität zu akzeptieren habe. Also es ist ein Befehl, so wie er da tönt. Wer dies nicht tue, stelle den Frieden in Europa in Frage. Also auch noch eine Kriegsdrohung in dem Schreiben.
Die Masseneinwanderung von muslimischen Männern, das habe ich vorhin schon zitiert und so weiter. Das heißt, das habe ich ja nicht gesagt, sondern das hat dieser EU-Mann gesagt. Und ich habe nichts anderes getan, als diese Dinge veröffentlicht, was diese seltsamen Leute zum Besten gegeben haben. Außerdem gibt es ja von 2009 hier noch ein Papier, was vielleicht noch nicht alle kennen. EU-Papier hält 274 Millionen Menschen in Deutschland für möglich. Also die haben da untersucht in einer EU-Untersuchung, dass weitere 192 Millionen Menschen angesiedelt werden können. So viel Platz haben wir hier. So, dabei belasse ich es auch, das wird ja sonst zu lang, das Ganze. Ja, und das wird dann ausgelegt, als wenn ich jetzt da so ganz böse am Hetzen wäre. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich habe nur Zeitungsausschnitte mitgebracht, also von Aldi, Lidl und sonst was in der Werbung, wo also oft immer ein knackiger Schwarzer zum Beispiel mit einer blonden deutschen Frau abgebildet werden, teilweise mit Mischlingskind. Und die Bundesregierung hat ja sogar ein Plakat im Jahr 2000 aufgehängt, in dem da drauf stand: Familie Deutschland. Also auch rechts ein Schwarzafrikaner, links eine blonde Frau, in der Mitte das Mischlingskind. Das heißt eine ganz klare Aufforderung, wo es hingehen soll. Wenn man das Familie Deutschland nennt, dann ist es genau das Bild, was denen vorschwebt. Gut, da will ich jetzt da nicht erschöpfend zu viel drüber erzählen. Das haben wir, glaube ich, schon mal behandelt, dass also Graf Kuddelhove von Kalergi ja quasi das Bild gezeichnet hat, also einer Vermischung hier schon vor x Jahrzehnten. Und Frau Merkel und Herr Kohl haben ja beide den Kuddelhove-Kalergi-Orden bekommen. So, nicht? Und dann weiß man ja, wo der Hase langläuft, dass diese Leute genau wissen, wie die Ideologie zu laufen hat. Und danach wird ja auch agiert. Da muss man ja schon bescheuert sein, wenn man nicht merkt, was hier läuft. Na gut, jetzt nochmal zu dem Papier hier von den Grünen. Auf Timecode 2 Stunden 36 kommt der Antragsgegner dann erneut auf eine Volkszerstörung in Form eines angeblich durch Einwanderungsbestrebungen geplanten Genozids an allen nordischen Rassen zu sprechen. Ja, das wird die Folge sein, ne? Und dann versucht man nach Maßstab der Rechtsprechung des pfälzischen OLG Zweibrücken wären solche Aussagen auch geeignet, um auch strafrechtlich relevant zu sein. Also jetzt wollen die mich wahrscheinlich auch noch kriminalisieren, ja, und bringen dann also so ein Urteil, aber in einem anderen Kontext im Grunde, aber das versucht man jetzt auf mich dann auch anzuwenden. Und dann kommen sie auch noch mit so einem Ding, dies wird besonders für politisch motivierte Delikte und solche gemäß Paragraph 130 StGB gelten. Absoluter Schwachsinn, weil was hat das, was ich jetzt hier veröffentlicht habe, mit 100, Paragraph 130 zu tun? Das betrifft hauptsächlich Leute, die jetzt hier Volksverhetzung betreiben und öffentlich jetzt, was weiß ich, Holocaust-Leugner machen oder sonst was. Habe ich gar nichts mit zu tun. Danach, aber man verkoppelt das eben, ne? Weil die Leute dann denken, oh, so einer ist das. Ab Timecode sowieso, also alles jetzt hier von OkiTalk vom letzten Jahr, habe ich abermals unreflektiert, insbesondere vom Huten- und Kaufmann-Plan, also Realiter, von ahistorischen Legenden zur Verdächtigmachung des Judentums gesprochen. Ja, das habe ich nicht erfunden, das haben also amerikanische jüdischstämmige Leute eben beschrieben, in Büchern sogar. Ja? Die liegen mir vor, die Bücher hier. Und dann, es wird so getan, als wenn das meine Erfindung wäre, ist es aber ja nicht. Dann trägt der Antragsgegner erneut zuvor als angeblich verfolgten Plänen zur Zwangssterilisation des deutschen Volkes durch 20.000 Ärzte vor. Ja, die Brüder, die das ja geschrieben haben, und das wird Herr Peters gewesen sein, haben eben keine Ahnung von diesen Büchern, die teilweise, ich glaube, mit 100.000er Auflage vom Präsidenten, amerikanischen damaligen Präsidenten, gedruckt worden sind und verteilt worden sind an alle Offiziere und viele Militärleute, um also hier Stimmung gegen Deutsche zu machen. Ja. Einfach irre. Also diese Sterilisationsgeschichten sind nicht meine Erfindung, sondern von amerikanischen Leuten, die also da Stimmung gegen Deutschland gemacht haben. Gut, dann geht es um Volksverräter, weil ich also auch Folgendes gesagt habe. Im Grunde ist diese Regierung und die ganzen Wasser- und Mitträger auch in der Verwaltung gegen das eigene Volk. Ja, zwar, und nicht nur gegen das Deutsche, sondern gegen alle europäischen Völker, wenn man es genau nimmt. Das muss man einfach so sehen, habe ich gesagt. Das sind im Grunde, um das ganz klar zu sehen, Volksverräter. Und dann habe ich gesagt, so, ich bin gespannt, ob ich demnächst ein Verfahren kriege, aber das ist so, definitiv. Da gibt es genug Beweise dafür. Offene Rechtsbrüche von der Repräsentantin der Merkel, laufend gegen EU-Recht, gegen BRD-Recht. Das ist absolut irre. Und das ist es auch, und das ist auch die Wahrheit. Naja, gut, und daraus stricken die dann da einen Link zum Hitler-Regime,
Volksverräter ist zudem nicht irgendein Ausdruck, sondern einer von historischer Bedeutung. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden diejenigen so beschimpft, die sich für Frieden in und die Weimarer Republik stark machten. Unter den Nazis, also jetzt habe ich auch noch was mit den Nazis angeblich zu tun, war Volksverrat schließlich das schlimmste Staatsverbrechen überhaupt. Es wurde als Angriff auf die Staatsautorität und als Verrat an der Volksgemeinschaft begriffen und war wichtiger Bestandteil der rechten Propaganda. Was habe ich jetzt mit Nazi-Deutschland zu tun? Ich lebte zu der Zeit noch gar nicht. Mit dem Begriff Volksverräter grenzt sich die Gruppe derer, die den Slogan "Wir sind das Volk" für sich reklamieren, aggressiv gegen alle übrigen ab. Das heißt, sie sagen jetzt indirekt, oder Herr Peters, oder wer das so vertreten hat, hier eben vom Olmerer Vorstand, tut so, als wenn die jetzt wieder "Wir sind das Volk" im Osten gerufen haben, alle Nazis wären. Also es wird suggeriert, ne? So, weiter geht der Text. Wer also andere als Volksverräter beschimpft, macht Fronten auf. Überspitzt formuliert: wir die Deutschen, ihr die Flüchtlinge. Ne? Also das ist jetzt hier alles Peters anscheinend, wie es aussieht. Ne? Und das ist eben schräg und schräger. Gut, jetzt ein Zitat noch, dann bin ich hiermit auch durch soweit. Der Begriff entstammt als juristischer Fachterminus vielmehr der dunkelsten Stunde deutscher Strafjustiz in der NS-Zeit, also Volksverräter. Absoluter Quatsch. Volksverrat gab es in jedem Volk von Leuten, die zum Beispiel dem Gegner jetzt Informationen gegeben haben, die dem Volk also nicht gut taten, oder die gar, ja, was weiß ich, sich umgedreht haben mit der Knarre in der Hand und haben es gegen eine Volk gekämpft. Oder Politiker, die dann eben Informationen, die stark das Volk geschädigt haben, dem Feind gegeben haben. Das ist Volksverrat, ja. Und so, und der Gag ist ja der, und deswegen ist es ja vielleicht auch zu erklären, dass Herr Habeck, also jetzt Spitzenmann der Grünen, ja tatsächlich vor Presse gesagt hat, also dümmer geht's ja nicht, also er hat nicht gesagt, dümmer geht's ja nicht, sondern er hat Folgendes gesagt: es gibt kein Volk und deswegen gibt es auch keine Volksverräter. Ja, so ein Mann an der Spitze ist ja schon höchst verdächtig, ja. Ich meine, den müsste man mal auf den Gesundheitszustand untersuchen lassen, wenn man so etwas sagt. Und er meint es anscheinend ja auch so. Also wenn es kein Volk gibt, ja, dann wieso schwört dann hier überhaupt irgendjemand, ne, falls so ein Mensch mal hier in den Verdacht käme, mal Bundeskanzler zu werden, auf das deutsche Volk? Ich meine, es steht ja immerhin noch dran, ne? Am Volksgebäude, ja, dem deutschen Volke. Aber das gibt es ja alles nicht anscheinend. Gut, dann kommt Reichsbürgerideologie und so weiter. Dann soll ich angeblich auch Frau Roth beleidigt haben, weil ich gesagt habe, also wieder Okitalk vom 29. Juli, auf die Frage des Moderators, was er zu Claudia Roth zu sagen habe, folgendes: ja, da kann man, selbst bei den Grünen, rollen da nur die Augen. Und das ist auch so. Viele Grüne, die finden die Sprüche, die die nette Frau Roth da von sich gibt, absolut daneben. Jetzt habe ich weiter gesagt, weil ich meine, diese Frau ist ja auch nur auf bestimmten Druck von bestimmten Kreisen da überhaupt oben. Die gehört ja zu einem kleinen Völkchen, um da nicht schon wieder beschimpft zu werden. Und was die sich an Klopfern geleistet hat, man braucht sich ja nur mal ein paar Videos angucken. Die ist ja nicht nur parteischädigend, sondern die ist überhaupt daneben, neben der Spur. Das hat sogar Herr Hofreiter verschlüsselt mal gesagt, da gibt es auch ein Video zu, wo er quasi gesagt hat, und es gibt Leute in der eigenen Partei, also die da schädigend sind, die nur, wenn ihnen von irgendjemandem ein Mikrofon vor die Nase gehalten wird, also jede Menge Blödsinn da absondert. Ne? Und da ist wahrscheinlich Frau Roth mit gemeint worden. Außerdem gibt es auch ein Video, guckt euch da mal ein paar an, gibt es ja etliche im Netz, wo Frau Roth dargelegt hat, unter Empörung hat sie ja behauptet, dass das und das also nicht im Grundgesetz steht und so weiter. Ja, damit hat sie also ganz klar gemacht, öffentlich, dass sie noch nicht mal das Grundgesetz kennt. Und sowas ist schon hochbedenklich. Und man darf aber bei den Grünen an solchen Leuten keine Kritik üben. Auch nicht, noch nicht mal das, weil die also wesentlich parteischädigender sind als ich, glaube ich. Weil wer noch klar im Kopf ist und solche Leute wählt, ich weiß es nicht. Ja. So, ich habe mich also jetzt entschlossen, von selber auszutreten aus dieser tollen Partei, weil mir reicht es jetzt. Ich habe nämlich Herrn Geil, also der zuständig ist für den Bundesausschuss da, ich glaube, 4, 5 Mal gemahnt und gefragt, wann es denn jetzt endlich soweit ist mit der mündlichen Verhandlung. Weil in den Statuten steht, die haben bei solchen Vorwürfen eine mündliche Verhandlung auch zu führen, wo dann genau die, die das hier behauptet haben, feige von hinten,
und ja gedacht haben, ich kriege das gar nicht mit und man schmeißt mich einfach so raus, sich mir gegenüber positionieren müssten. Und ich kann mir schon gut vorstellen, wie das dann abgeht, weil sie haben dermaßen schlechte Argumente oder teilweise gar keine, dass sie sich einfach da nicht hintrauen. Und deswegen wird dieses ganze Verfahren wohl so verzögert bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber mir reicht's jetzt, ja. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich trete jetzt von mir aus, ne? Weil eine Partei, die sich so verhält gegenüber Parteimitgliedern, da ist die längste Geduld langsam irgendwann am Ende. Und das werde ich dann auch tun. Wahrscheinlich freuen die sich darüber, über diese Mitteilung. Aber ich will jetzt auch dazu sagen, nochmal, nicht alle Grüne sind so seltsam drauf. Es gibt also viele vernünftige Grüne, die auch gute Kommunalarbeit machen, die sich also auch hier um den Naturschutz örtlich kümmern. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da böse bin, aber es gibt eben einige sehr, sehr verschrobene Typen, die anscheinend auch auf höhere Ämter spekulieren. Keine Ahnung. Jedenfalls speziell hier Herr Peters, also der taucht da immer bei den Grünen auf, also in sehr komischer Maskerade, muss ich sagen. Also wir sind ja ganz locker immer drauf bei den Grünen mit dem Pullover oder ganz locker und der kommt dann immer so staffiert an, also kleidungsmäßig, als wenn er gleich in den Bundestag einziehen will, klappt sein Laptop ganz wichtig auf und tippt drauf rum und so. Also das sind so diese Karrieristen. Ich weiß nicht, was sie im Kopf haben, aber die beißen natürlich alle Leute um sich herum weg, ja, die ihnen nicht gefallen. Und das eben auch mit solchen schrägen, auch menschlich, ja, wirklich verachtenswerten Methoden, ne? Muss man einfach sagen. Und das stinkt mir schon etwas. Und ich bin deswegen da nicht super wütend oder so, aber ich habe versucht, mich da zu wehren und jetzt ist das Maß der Dinge voll. Gut, ich werde auch keiner anderen Partei beitreten, also ich werde nach wie vor meine eigene Politik betreiben, auch sehr erfolgreich bisher. Und ich denke, die Leute können schon unterscheiden zwischen Fakten und Behauptungen. Ja, das wäre das Kapitel da erstmal von den Grünen. Und ja, schauen wir mal weiter. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Das war ja ein sehr langer Monolog. Aber das lag mir am Herzen. Und zweitens ist es wichtig, weil ja demnächst die Europawahlen sind, dass man vielleicht mal genau hinguckt und die Parteien daran misst, was sie behaupten und was nachher eintritt. Also das machen nämlich die wenigsten. Also macht das mal und guckt mal nach alternativen Ausschau. Es gibt auch manche kleinere Parteien oder Neukammer, die vielleicht besser für das Volk da sind oder auch für den Einzelnen oder den Arbeitnehmer. Dass die noch gut überleben und leben können. Und von daher, guckt genau hin, wenn ihr überhaupt noch zur Wahl geht. Ja. Gut, das wäre es erstmal zu dem Thema. Okay. Was mir aufgefallen ist, dass die absoluten Tabuthemen sind 9/11, ist die Aerosolgeschichte, ist die Uranmunition, ist die Klimalüge auch mehr oder weniger. Ja, genau. Wo es aufbricht, ist mit den Migranten. Wie man sieht, in Ungarn mit Orban, wie man in Italien mit Salvini sieht, wie man jetzt in Österreich mit der FPÖ sieht und wie man es in Deutschland mit der AfD sieht. Das heißt, das Migrantenthema bricht im politischen Mainstream mit durchaus Parteien mit einem doch beachtlichen Stimmenanteil auf. Ja, es ist ja nur noch irre. Ich meine, im Grunde könnte man ja, gerade wenn man sehr viel Informationen hat und ich bekomme hier täglich rein, fast irre an dieser Welt werden. Weil es steht fast alles auf dem Kopf. Also, ich habe hier gerade noch einen Artikel liegen von der SPÖ, ne? Also Wirbel, SPÖ-Mann will rechtsextreme FPÖler in Erziehungscamps stecken. Also man fragt sich ja, vor 10 Jahren hätte man solche Leute gleich rausgeschmissen aus Parteien. Das ist ein Herr Yüksek. Also unter anderem durch seinen Auftritt bei mehreren renommierten Talkshows bekannt. Ich kenne ihn nicht, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich. 2017 ist er in der beliebten Diskussionsrunde Talk im Hangar aufgetreten. Also der türkischstämmige SPÖ-Mann Muhammad Yüksek hat nun sogar eine also Erziehungscamps für angeblich rechtsextreme FPÖ-Politiker gefordert. Ist ja Wahnsinn. Also, und hier sind ja von der EU auch Bestrebungen am Gange, dass man Jugendliche, die jetzt nicht konforme Meinung haben, dann auch in sogenannte Erziehungscamps stecken will. Ich meine, man regt sich jetzt auf über Hitler und Co. Ja, die ersten Camps hatten ja die Engländer, also damals bei den Burenkriegen, wo sie ganze Familien da haben
verhungern lassen teilweise. Und jetzt will man also Erziehungscamps hier einrichten. Also das ist genau das, was man früheren rechten Bestrebungen da unterstellt hat oder beziehungsweise was ja auch so war. Und jetzt kann man ganz ungestraft solche Dinge hier bringen. Ist euch das bekannt? Ja, die Radikalisierung der Sprache in der Presse, die ist wirklich bedenklich und besorgniserregend. Ja, sehr. Ne? Und ich meine, ich versuche nichts anderes und ihr ja auch, also die Leute wieder auf den Boden zu kriegen und zu sagen, wir dürfen nicht in Hass fallen, aber das, was da eben passiert und was eben gerade, was ich da mitgeteilt habe, das ist ja, sie sagen immer, sie sind gegen Hassrede. Sie selber verbreiten aber die schlimmste Hassrede. Das ist ja der Wahnsinn. Es steht alles auf dem Kopf. Ja, mach mal die erste Musikpause. Ja, okay. Denn im Augenblick viel angegriffenen Gabalier, wie du weißt, ja. Ja, genau. Ja, aber dann. Der ist ja von der SPÖ jetzt verboten worden. Es gibt ja Überlegungen, die in der Begrifflichkeit selber drinnen steckt, nämlich dass mit den Nationalsozialisten spezielle Ausprägung der Sozialisten, nämlich die Nationalsozialisten, immer als rechts bezeichnet werden. Ja, das ist ja ein Witz, ne? Ich meine, die waren ja, also wenn man es genau nimmt, zu damaligen Zeiten und vielleicht sogar zu jetzigen Zeiten, also eher eine ganze Ecke links, ne? Ja, okay, Musik. Und aber beim Smart Meter ist es jetzt in dem Fall, wie eben die Netzbodenjagd gezwungen ist, den jetzt einzubauen, was anderes. Da ist mehr oder weniger Zwang dabei. Wenn ich aber jetzt den nicht will, dann ist es das Grundrecht eigentlich. Mit dem nächsten Mann im Programm habe ich wunderschöne Zeiten in Südafrika erleben dürfen. Eine unglaublich prägende Zeit. Nicht nur in musikalischer Hinsicht, sondern vor allem auch in menschlicher Hinsicht. Wir haben dort 11 Tage lang gemeinsam verbracht mit ausgeschaltetem Mobiltelefon. Das ist 3 Tage lang eine ganz schöne Aufgabe gewesen und war dann auch eigentlich eine große, große Genugtuung. Wir haben die schönsten Sonnenuntergänge erlebt und es erfüllt mich mit Stolz, dass er heute jetzt gleich neben mir sitzen wird, weil er auch ein junger Mann ist aus der großen, weiten Musikwelt, der nicht nur alles erreicht hat, was man sich nur irgendwie wünschen kann, musikalisch, sondern der auch immer wieder zu seiner Meinung steht. Und ich freue mich wirklich aus tiefstem Herzen, lieber Xavier Naidoo, dass du heute da bist. Ja, Meinung haben dahinter stehen, das ist natürlich eine Geschichte, die für die Zukunft wesentlich sein wird. Ja, auf jeden Fall und von jedem Einzelnen. Und deswegen nochmal fiel mir gerade ein, die Zuhörer mögen sich doch bitte mal ja auch vielleicht noch mehr einmischen, vielleicht tun sie es ja auch schon. Das heißt, jetzt gerade auch zur Europawahl und so weiter, wenn irgendwas euch nicht gefällt oder ihr irgendwas schräg findet, meldet euch bei den Leuten. Es hat eine gewisse Wirkung. Sei es, dass ihr denen mal ein Briefchen schreibt, ein Brief oder eine Postkarte ist immer noch effektiver als nur eine Mail. Das wissen wir also aus der Greenpeace-Zeit. Also was persönlich geschrieben ist, sogar handschriftlich, ist auch noch besser wieder. Ja, und muckelt euch da mal. Nicht? Sowohl bei den Parteien als auch kommunal ist auch ganz wichtig. Die buhlen ja um ihren Job, den sie da haben. Und sie sind schon noch angewiesen, also auf bestimmte Wählerstimmen. Das ist das eine. Und man kann auch ruhig mal in die Verwaltung reingehen und einfach mal Fragen stellen. Immer schön höflich, nicht aggressiv, aber die wissen ja selber teilweise nicht, was sie tun. Also ich bin oft reingegangen in die Verwaltung, mit Politikern gesprochen und. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil die denken sonst, wenn da keiner sich muckelt, ja, dass sie alles richtig machen. Und das muss denen schon klar gemacht werden, dass man auch mal ein paar Forderungen stellt oder auch mal hinterfragt, was da geschieht. Also tut das mal.
Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, eines der Themen, das ja im Augenblick wie von selber hochkocht, ist die ganze 5G-Geschichte bzw. der Widerstand dagegen. Und ich kann doch berichten, dass es da schon einigen Briefverkehr gibt mit Magistraten und mit Gemeindeämtern. Und was die alle machen, ist, dass sie sich abputzen und sagen, sie sind nicht zuständig, das ist nicht ihr Verantwortungsbereich, obwohl es die Gemeindegesundheit ist und da können sie mal nichts machen. Ja, das ist ja, das setzt sich ja fort. Das ist ja fast, was ich jetzt hier bisher in meiner Partei da erlebt habe, fast überall gefunden. Diese Feigheit, diese Rückgratlosigkeit, es immer auf irgendjemanden zu schieben, ja, man selber hat es ja nicht gemacht und ja, man kann ja auch nichts dafür und tralali und tralala. Und man hat uns ja dauernd gesagt, also nach den 12 Jahren Hitler, Leute, mischt euch ein, ja, und ja, schreit laut auf, wenn's und geht auch auf die Straße, wenn's quasi irgendwo brennt. Und wer das eben nicht tut, wird irgendwann vielleicht in sowas landen. Aber das wird dann vermutlich eben ein gut getarntes Regime sein, ja, was aber letztendlich ein linkes ist, gegenüber dem Rechten, weil wir wissen ja, dass die richtig Herrschenden beide Systeme, sowohl den Kommunismus als auch den Kapitalismus, kreiert haben. Ja? Und die haben halt gut geübt und die wissen ganz genau, wie Volk reagiert. Und da kann man also nur, ja, sich möglichst selber schlau machen und sein Rückgrat auch stärken. Und man kann das auch ein bisschen einüben, indem man da mit entsprechenden Leuten, ja, gut gefittet natürlich mit Argumenten, da sich mal auf was einlässt. Ne? Weil sonst werden die uns hier verbraten. Und ich meine, 5G, um beim Thema zu bleiben, ist ja eine ganz fatale Geschichte. Ich meine, 1, 2, 3, 4, 5G heißt ja fünfte Generation. Die sechste ist schon am Schlummern. Ich bin ja aus dem Fach. Im Grunde, ich bin Fernsehtechnikermeister. Ich war auch beim Katastrophenschutz Funker und im Strahlenmesstrupp und auch noch Sanitäterausbildung habe ich gemacht. Also ich weiß, wovon ich da rede. Und die Frequenzen werden ja immer höher. Und werden ja immer gefährlicher, aber ihr seid ja vielleicht auch schon zum Teil informiert. Nur kurz ist es eben so, dass quasi alles auf Resonanzprinzip beruht. Und je höher die Frequenz, auf desto kleinere Teilchen reagiert es. Das heißt, unsere Chromosomen sind inzwischen betroffen. Die waren allerdings bei 4G auch schon betroffen. Sodass es quasi zu Chromosomenbrüchen kommt, ja, oder kommen kann. Also speziell, wenn man da so länger telefoniert. Ich meine, die Blut-Hirn-Schranke geht ja schon nach 30 Sekunden, kann die schon aufgehen und dann kommen zusätzlich auch noch Eiweiße ins Gehirn, die da nicht zu suchen haben. Nicht? Mit Schwermetallen dazu, wenn man welche in sich hat. Ja? Das sind ja absichtliche Gehirn-Blutschranken, die da eingebaut sind. Die Kinder haben die noch nicht richtig ausgebildet, also da ist es doppelt gefährlich. Also das ist, ja, gut, soweit erstmal. Ja, vielleicht schauen wir uns an und kannst du das ein bisschen zusammenfassen, wie dieses links-rechte globalistische System aufgestellt ist, das ja auf zwei Beinen voranschreitet, weil egal ob man da jetzt in Österreich und in Deutschland die Roten anschaut, die Schwarzen anschaut, dann sind ja beide eingebunden über den Klugzwang und über diese 25.000 Lobbyisten, die alleine in Brüssel ihre Tätigkeit betreiben, um die Überzeugungsarbeit in allen Farben zu leisten, ja, wie das System funktioniert, aufgestellt ist, weil ich glaube, das ist ja ganz wesentlich, dass man in etwa die Struktur versteht, womit man es zu tun hat. Und die Gegenbewegung sozusagen, die man ja mit den Gelbwesten in Frankreich jetzt sieht, die kann man als patriotische Bewegungen bezeichnen. Und wenn man das Schachspiel, das heute aufgestellt wurde, von den Globalisten irgendwie betrachtet, dann sind sie einzig und allein die Patrioten, die dann aber wiederum sie in der Gemeinde zusammenfinden müssen. Aber nochmal bitte an dich, Schlagworte UNO, EU, Parteienflugzwang, wie das Uhrwerk aufgestellt ist. Ja gut, ein bisschen hab ich es ja schon behandelt, also nicht, dass ja quasi die Befehle heute im Grunde von der UN schon kommen und die UN soll ja im Endzustand
Es ist ja im Grunde schon eine Art von Weltregierung, die da am Gange ist. Und geplant ist ja, dass man, wenn man es geschafft hat, auch Amerika zugrunde zu richten und alle westlichen Staaten sowieso, dass dann quasi jedes Militär die UNO dann oder von der UNO befehligt wird, ja. Und das ist ja die ganze Nummer, die läuft. Also man bildet erstmal Zentren. Wir haben ja hier, die EU ist ja der Vorläufer im Grunde, also viele Staaten zu vereinigen, deswegen werden ja auch immer mehr aufgesaugt. Auch unsinnige Taten teilweise, dann wollte man ja die Nordamerikanische Union da machen, da hapert es so ein bisschen, obwohl da schon Verträge zwischen Bush Junior geschlossen worden sind, mit Kanada und mit Mexiko und so weiter, aber es hat dann ja mit Südamerika nicht so richtig geklappt, weil die wollten nicht so richtig, weil die den Braten gerochen haben, dass es dann denen nicht besser geht unbedingt. Und dann hat man jetzt eben den russisch-chinesischen Block als dritten großen Block, der inzwischen auch ja Indien mit aufsaugt und Iran, ja, und andere stehen auch schon auf der Schwelle. Und die drei Konstruktionen will man dann ja vereinigen zu einer Weltregierung im Grunde. Und da muss natürlich noch einiges geopolitisch passieren, damit die Völker weichgekocht werden. Und nach meiner Ansicht sind das alles Institutionen, die nur dazu da sind, also dieses Endziel zu erreichen, mit verschiedensten Methoden natürlich. Und sie kaufen natürlich die Leute, speziell im Karrieristen, durch viel Geld, ja, speziell in der EU, die werden ja mit Geld zugeschüttet, das ist ja der Wahnsinn. Alles auf unsere Steuerkosten natürlich. Und ja, das sind eben die 15-20%, die profitieren von dem ganzen System und sich da wohlfühlen und die gar nicht mehr wissen, wie dreckig es vielen Teilen des Volkes schon geht. Ja. Und wenn dann auch das Volk in der Breite zu dumm ist, ja, oder zu einfältig oder zu lieb, wollen wir sagen, ja, dann geschieht das, nicht? Dann wird das passieren und dann werden auch die, die Bescheid wissen und die jetzt heute als waren, Glocken durch die, mit der Warnglocke durch die Gegend laufen und sagen, Leute, passt auf, wir laufen da auf ein ganz schräges Feld zu, ja, wo es irgendwann runterrutscht, dann wird das auch geschehen. Also es ist heute wirklich, wir sind wirklich in einer, ich will jetzt nicht sagen Endzeit, aber in einer ganz wichtigen Zeit, wo das Verhalten jedes Einzelnen nicht abgeschoben werden kann. Das heißt, wir müssen unsere Selbstverantwortung wahrnehmen, ja, sonst geht das schief, das Ganze. Ne? Und das wird also nicht, bei einigen Esos ist es ja so, die träumen davon, dass die Schwingung sich von selbst erhöht. Und ich sage immer, eine Änderung wird erst dann eintreten, wenn jeder seine eigene Schwingung erhöht. Ja? Und wenn man jetzt meint, man wartet auf irgendeinen Guru, der das macht, oder irgendeine automatische Erhöhung der Schwingung, das wird wahrscheinlich schief gehen, nicht? Weil die Macht unserer Gegenspieler ist gewaltig. Ja, und das steht ja schon in der Bibel, also der Teufel hat im Grunde die Macht auf Erden und wir können uns nur darüber erheben durch geistige Kräfte, wenn man es genau nimmt, aber auch durch kluges Handeln und Vorbereiten auf bestimmte Zustände. So sehe ich das zumindest. Wenn wir jetzt das Thema 5G noch einmal angehen, also meine Beobachtung, was die EU dazu getan hat, ist, dass sie im Jahr 2015 dieses Horizon 2020 Programm aufgesetzt hat. Das hat sie mit 80 Milliarden Euro finanziert. Das ist in erster Linie an die Universitäten und an die Forschungsinstitute gegangen. Und laut Auftrag auch zu forschen, wie das dem Volk verkauft wird, so wie das Volk das akzeptiert. Jetzt, was kannst du den Menschen sagen, die dabei sind, auf lokaler Ebene Widerstand gegen 5G zu organisieren? Was kannst du denen mitgeben? Also wir sind jetzt ja schon in einer etwas besseren Lage als vor x Monaten. Also das hat das Internet ja zum Glück auf die Reihe gebracht, dass jetzt also auch schon normale Medien, ich sag mal die sogenannten Qualitätsmedien, auch über solche Dinge auch ein bisschen kritischer berichten. Und es gibt ja auch also sowohl von wissenschaftlicher als auch von ärztlicher Seite inzwischen einen gewissen Widerstand. Was ich sehr gut fand, ist auch, dass das Deutsche Strahlenschutzamt sich da dermaßen geäußert hat, dass doch nochmal untersucht werden sollte über die Folgen und Gefährdungen. Ja, da sind wir schon einen Schritt weiter. Also die kriegen das Ding jetzt nicht mehr so ganz widerstandslos durch. Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, dass auf der anderen Seite die ganzen, ich sag mal, Drogensüchtigen mit dem Handy in der Hand,
das indirekt ja haben wollen, ja, weil sie wollen jetzt ja noch in noch kürzerer Zeit ihre Videos runterladen, was ja eigentlich nur das Zuckerchen ist, um uns das Diabolische da zu verkaufen. Weil der Hauptgrund ist nicht, dass man jetzt unbedingt noch schneller Videos runterladen kann und, sondern der Hauptgrund dieser ganzen Technik ist A, Kontrolle und zweitens direkte Beeinflussung von Menschen. Ich habe hier ein Patent vorliegen, was ich neulich also auch schon mal zitiert habe hier bei Kulturstudio, wo drüber steht, also Gedankenbeeinflussung, ja, über elektromagnetische Wellen. Und da wird genau beschrieben, auch mit Zeichnungen da hinten dran, dass also auch Handytürme dafür verwandt werden, wo das durch die Wände geht, man vom Hubschrauber aus das ansetzen kann und. Gut, ich will jetzt nicht so weiter in die Technik einsteigen, aber das sind die wahren Gefahren. Und wenn wir da spaßig mitmachen bei und uns auch noch diese, ich sag mal, Big Brotherchen in der Hand auch noch bezahlen und die ganze Technik, die dranhängt, auch noch damit, ja, ich meine, die meisten Leute werden sich ja vielleicht damit beschäftigt haben, was damals Huxley schon geschrieben hat in Schöne neue Welt. Nicht? Wer das nicht getan hat, der sollte sich das Buch mal kaufen oder das Hörbuch sich mal anhören. Da sind wir schon fast drüber, ja, über diese Zustände. Und ja, 1984, das Buch ist ja auch nicht ganz ohne. Wenn man das sich nochmal zu Gemüte führt, dann entdeckt man, dass wir also da schon sehr weit fortgeschritten sind in dieser ganzen Geschichte. Und sie machen ja alles, sie teilen uns alles mit. Sie teilen uns auch die Gefahren mit. Wenn auch nur zu Unzeiten, nachts irgendwann oder im Kleingedruckten. Aber sie haben die Agenda, uns alles mitzuteilen. Und das tun sie. Und dann sagen sie, okay, wer akzeptiert, hat unterschrieben. Ja? Nicht? Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das genau so agieren die Brüder. Und das ist eben eine sehr diffizile Seite. Und als Opfer ist man natürlich sehr gut geeignet, wenn man von sich auf eigene schließt und selbst ein richtig lieber guter Mensch ist und sich gar nicht vorstellen kann, mit welcher Perfidie und teilweise mit welchem Satanismus teilweise diese Oberen da arbeiten, die ja auch also mit schwarzmagischen und okkulten Dinge ja Menschen und auch Kinder verheizen, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und ja, das Wichtigste ist erstmal Aufklärung, dass man weiß, mit was man zu tun hat, und dann muss man auch ein bisschen mutig werden, weil das ist wie mit dem Frosch. Also entweder lassen wir uns jetzt langsam weich kochen und merken es gar nicht, ja, wie wir hinübergehen, ne, schön sanft, ja, oder wir springen mal ins etwas heißere Wasser und springen dann auch wieder raus, ja. Was soll man dazu sagen? Wir haben ja in Österreich Strahlenschutzgesetze, haben wir die vor kurzem einmal genauer durchgelesen, und die beziehen sich alle auf ionisierende Strahlung. Und eine der Argumente von der Verwaltung her ist, dass es sich bei 5G um nicht ionisierende Strahlung handelt. Jetzt ist aber so, dass die nicht ionisierende Strahlung ähnlich katastrophale Auswirkungen hat wie die radioaktive ionisierende Strahlung. Frage an dich, gibt es da auf der deutschen Seite vom Strahlenschutz her schon was Dichteres für nicht ionisierende schädliche Strahlungen? Ja, der Punkt ist ja, also gut, ich komme ja aus dem Bereich, also ich habe ja bei Greenpeace auch also Schwerpunkt Atomtechnik und sowas bearbeitet, und ich habe ja sogar mit der Energiewirtschaft teilweise diskutiert. Die mussten also einen Spezialisten mal hier aus Stade Atomkraftwerk hier nach Oldenburg holen, und die haben sich aber mit uns nur zusammengesetzt, nachdem wir quasi zugesichert haben, dass keine Presse dabei ist. Das heißt, die wussten schon, dass sie argumentativ verlieren werden. Also es ist so, es ist insofern vergleichbar, das ist ja nur eine andere Wellenlänge, nicht? Also radioaktive und ionisierende Strahlung. Man sitzt ja auch einem Trugschluss auf, dass wenn man sagt, also alles unterhalb eines gewissen Grenzwertes ist ungefährlich. Das suggerieren die ja. Das ist falsch. Ja, man hat also bei der atomaren, also bei der ionisierenden Strahlung ja die Versuche gemacht, die oberirdischen Atomtests, und hat eben festgestellt, dass die Menschen, die also sehr stark der Strahlung ausgesetzt waren, die sind also in kürzester Zeit verstorben. Innere Blutungen und sonst was, die waren also gar nicht mehr rettbar. Und also auch bei Tschernobyl und diesen großen Unglücken, muss man ja sagen, Unfall war das ja gar keiner. Das war ja Strahlenkrieg zwischen Amerika und Russland. Kann man bei mir auch nachlesen auf der Seite. Ja, dann haben die festgestellt, wer eine mittlere Strahlung bekommt, dann erkennt der Körper die Zellschädigungen und schmeißt die Zellen raus als Abfall. Und die langanhaltende Niedrigstrahlung war das Gefährlichste, aber eben
nach einer gewissen Zeit. Und zwar meistens treten dann die Krebse ja erst nach 10 bis 15 Jahren auf. Und dann ist A, die Nachweisqualität sehr schlecht zu erbringen, dass es jetzt genau daher kommt. Und ja, das kommt eben daher, dass der Körper es nicht mehr schafft, dann zu unterscheiden. Er versucht, die Zellbrüche, also die Chromosomenbrüche, zu reparieren. Es geht aber immer wieder was kaputt. Und das führt dann langfristig dazu, dass sie mutieren, also krebsartig werden. Ja. Und das ist eben die große Gefahr. So, das wäre jetzt auch die Reaktivität. Bei den Grenzwerten für also Mikrowellenstrahlung ist es halt so, dass also absolut ein Irrsinn da gemacht wird. Also man misst quasi ein Kubikzentimeter totes Fleisch mit der Handystrahlung und guckt, wie viel sich das erwärmt und sagt dann, naja, das ist innerhalb einer gewissen Grenze nicht gefährlich. Also sprich, wie ein Stück Fleisch in einer Mikrowellenherd macht man so einen Versuch. Aber der ist gar nicht zielführend, weil das Gefährliche für uns oder für die Leute, und das ist ja inzwischen nachgewiesen, dass es also Hirntumore gibt, in den USA mussten die teilweise Leute mit 1,5 Millionen entschädigen pro Person. Das ist auch die einzige Möglichkeit, dass das abgestellt wird, diese hohen Strafen oder Wiedergutmachungszahlungen da einzufordern. Aber die Deutschen und Europäer, die werden ja viel billiger gefunden. Ja? Wobei, also ich möchte lieber keinen Hirntumor haben, da ist jede Summe irgendwie nicht mehr angebracht. Es ist so, dass quasi die deutschen Strahlenschutz Unbedenklichkeitswerte ja die höchsten sind. Ja, also in Russland hat man Werte, die sind also im Bereich, ich weiß nicht, wie sie jetzt sind, damals waren sie sogar um das 1000-fache geringer als hier, in der Schweiz um das 100-fache geringer, da sind aber, glaube ich, ein paar Änderungen erfolgt. Wobei entscheidend ist, halten die sich dran? Also wir haben so eine Reise mal gemacht, waren wir unter anderem in Russland auch und in Riga und in den ganzen nordischen Staaten, mal so eine Schiffsrundreise gemacht und ich habe mein Messgerät mitgenommen und ich stellte fest, dass in den Zentren überall extrem hohe Strahlungswerte waren, die also jenseits der Genehmigungsgrenzen lagen. Ne? Also die Grenzwerte selber nützen uns gar nichts, die uns versprechen, wenn sie sich nicht dran halten. Ja? Und das ist echt eine gefährliche Nummer, die da läuft. Und wie ich dann, also wie wir da in so einer Stadt waren, ich habe mein Messgerät eingestellt, ich dachte erst, es wäre kaputt, ja, weil gleich nach dem Einschalten mit der unempfindlichsten Stellung war Vollausschlag. Ich habe gesagt, das kann nicht angehen, das Gerät muss kaputt sein. War es aber nicht. Wir sind dann also mal in so einen Bus gestiegen, nach auswärts gefahren und wurde es immer weniger, okay, war klar, das Gerät war okay. Und wie man ins Schiff dann eingestiegen ist, klar, da war gar keine Strahlung mehr, weil so ein Schiffskörper, der schirmt ja alles ab, das ganze Metall da umzu. Und dann kam ich, also ich habe ein Jahr oder ein halbes Jahr später, ich weiß nicht mehr wann es genau war, dann hier nochmal bei mir von unserem Balkon aus gemessen. Also wir haben ja so einen Handyturm hier 300 Meter entfernt. Und das Haus ist sehr gut abgestirbt, also drinnen haben wir so gut wie keine Strahlung. Und plötzlich hatte ich dieselben hohen Werte. Das heißt, es hat sich da was getan. Ja. Und ich habe mir jetzt auch noch ein sehr teures zusätzliches Messgerät zugelegt. Und da will ich jetzt weiter ermitteln. Das wird für uns wesentlich gefährlicher. Und mit 5G wird es nochmal gefährlicher. Jetzt haben wir es ja noch nicht mal im Einsatz. Also in ein paar Städten sind die da am Üben, ne? Jedenfalls offiziell. Und es ist ja so, dass ja, ich habe mich ja gewundert, unsere Straßenlampen waren vollkommen in Ordnung. Ja? Und plötzlich haben die uns überfallen, also hier mit LED-Beleuchtung. Komplett. Also man hätte auch vorne nur das Leuchtelement auswechseln brauchen. Ich war sogar noch hin in die Verwaltung, habe das reklamiert, weil wir mussten dann also hier 450 Euro nur für so eine Lampe da als Teil Beteiligung bezahlen. Dass diese Lampen schon vorbereitet sind, um da Sendeantennen und eben die Technologie drin unterzubringen. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, alles klar. Das war damals noch gar nicht absehbar. Ne? Dass die beglücken uns jetzt, also dann vielleicht bei jeder zweiten, dritten Lampe da, auch noch mit so einem Sender, weil man muss ja durch diese hohe Frequenz, die da vonstatten geht, die wird sehr gut absorbiert. Das heißt, sie erreichen es gar nicht, durch manche Wände durchzukommen. Das heißt, der Sender muss sehr, sehr nahe beim Verbraucher sein. Ja? Der Verbraucher verbraucht sich bloß dann irgendwann selber, nicht? So als kleines Wortspiel. Wach sein, rebellisch werden. Es gab ja eine Zeit lang auch mal hier Initiativen, das ist aber alles eingeschlafen, gegen Handytürme. Also da müssen jetzt erst richtige Initiativen wieder aus dem Boden kommen, und zwar in jedem Ort, dass die Leute sich einfach aufregen und sagen, das wollen wir nicht. Ich meine, ich habe auch mal ein Video drauf gestellt, dass teilweise jetzt auch massenweise Bäume abgesägt werden, weil das ist ja auch erwiesen, dass also quasi die Blätter wie kleine Yagi-Antennen fungieren und dann einen Teil der Strahlung absorbieren. Das spricht beim
Handyempfänger kommt nur noch weniger an, ja, oder eben auch beim Laptop. Und deswegen muss also alles, was dazwischen stört, weg, ne? Und vielleicht kriegt man da ja auch die Naturschutzverbände mal aufgeweckt. Also da müssen auch, ja, wenn hier Zuhörer bei sind, die müssen engagiert sind, vielleicht mal hier BUND und NABU und alle Umweltschutzverbände, die es gibt, da mal aufrütteln und sagen, sag mal, Leute, wollt ihr euch da mal um das Thema endlich kümmern? Weil bisher merkt man da nicht viel Widerstand, ne? Also da kann nur helfen, massiver Protest und auch nicht drauf reinfallen auf die Schalmeienklänge, was für eine tolle Technik das ist. Die negativen Aspekte überwiegen auf jeden Fall. Kam heute im Radio zum Beispiel auch eine Sache, es sind wieder ein paar Milliarden Gelder ausgegeben worden in der BRD für die Schulversorgung der Schüler mit, ich sag mal, mit Wisch- und Wegtechnik, ja, also mit den modernen Kleincomputern, die noch nicht mal einen LAN-Anschluss dran haben. Das heißt, da kann man noch nicht mal per Kabel die Dinger betreiben. Die werden dann immer auf WLAN laufen. Das ist eine weitere Gefährdung, ja. Obwohl Bayern vor x Jahren schon Empfehlungen rausgegeben hat, dass die Schulen wieder umgerüstet werden, also nicht mehr auf WLAN-Betrieb, sondern überall einen Stecker rein, ja. Aber das Fatale ist eben, die bauen gar keine Buchse mehr ein, ne? Bei den gesamten schönen iPads und so weiter, ne? Da müsste der Verbraucher reagieren, dass er mindestens, wenn er auf die Technik nicht verzichten kann, mal verlangt. Und dann wird also vermutlich die Industrie auch reagieren, zu sagen, das massiv zu verlangen. So, ich kaufe mir erst so ein Ding, wenn da wieder eine Steckverbindung möglich ist, per Buchse mit LAN-Kabel. Ne? Die Lösung wäre für dieses Ganze wirklich also ein Glasfasernetz, ja, in jeder Straße und alles über Kabel gebunden. Ne? Das wäre sehr schnell, es wäre auch ziemlich abhörsicher und so weiter. Das wäre eigentlich der richtige Weg. Aber im Moment überschlägt sich das ja alles. Die wollen mit Gewalt das durchziehen und ja auch bis zu 20.000 Satelliten noch hochschießen, was zusätzlich uns noch eine weitere Zerstörung der Ozonschicht bringt. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, da können wir thematisch zusammenbinden jetzt auch, weil du auf der Satellitenebene bist, die Chemtrail-Aussprengung. Das hat ja auch dann, was den menschlichen Organismus anbelangt und über die Aluminiumteilchen, die darüber eingebracht werden, ganz spezielle Auswirkungen. Du hast das Wort Mind Control schon verwendet und man muss das ja nicht allzu kompliziert sehen, sondern wir wissen ja von den russischen Versuchen aus den 50er Jahren schon, dass die Bestrahlung mit gewissen Wellenlängern ganze Dörfer entweder apathisch gemacht hat oder euphorisch gemacht hat oder hochaggressiv gemacht hat. Das ist ja alte Technologie. Vielleicht magst du das ein bisschen zusammenbinden und da einen Einblick geben, dass es sozusagen eine wirkliche Motivation ist für jene, die so an der Kippe stehen, ob sie aktiv werden sollen oder nicht, dass das jetzt schon die richtige Zeit ist, eine Meinung zu haben und dazu zu stehen. Ja, ich meine, der Friede ist ja nur scheinbar. Inzwischen ist es ja so, dass eine Menge Gefahren auf uns einballern. Und die Bevölkerung wird ja abgelenkt mit allem möglichen Mist. Ja? Das ist wirklich eine sehr entscheidende Nummer, die jetzt hier läuft. Das heißt, wenn wir jetzt gestatten, dass diese ganzen Technologien eingeführt werden, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, den man jetzt sieht, ja. Da gehört ja die ganze Nummer dazu mit den selbstfahrenden Autos. Man hat ja auch gesagt, dass ab dem Jahr 2030, glaube ich, hat Merkel sich ja mal verplappert, wird es gar nicht mehr erlaubt sein, ein Auto eigenhändig zu lenken. Ja, dann wird also alles ferngesteuert. Also wie beim Viehauftrieb heutzutage, in vollautomatische, nicht nur Verwaltung, sondern ein vollautomatisches, fremdgesteuertes Leben. Und also wer Kinder hat speziell jetzt oder Enkel, die werden also ganz böse mal werden, wenn sie dahinter kommen, dass also die jetzige Generation da nichts gegen unternommen hat, gegen diese ganze Nummer. Und ja, richtig, die Russen sind da am weitesten, deswegen hatten die ja auch dann die Grenzwerte so weit runtergesetzt, weil sie eben gemerkt haben bei ihren ganzen ja, bevölkerungssteuernden elektromagnetischen Bestrahlungen, ja, muss man einfach so sagen, obwohl der Westen da ja auch aufgeholt hat, aber die Russen waren da halt die Ersten, eben gemerkt haben, was das auch für direkte Schädigungen hat. Ne? Und wenn die Leute zu doll geschädigt sind oder sehr zu früh versterben, also in jungen Jahren, dann ist das auch für die Volkswirtschaft nicht so toll. Ne? Das heißt, die Leute, die am Volk und an deren Lebensenergie gut verdienen, die sind dann ihre Sklaven los. Ne? Ja, das zusammenzubinden ist natürlich schwierig. Also die Chemtrails selber
sind ja die eine Gefährdung, also indem sie uns eben hier also Metallpartikel und anderes auf den Kopf werfen. Es gibt ja auch so einen Report, aber ich glaube, der ist zu lang, da kann ich höchstens mal anreißen, von jemandem, der an diesen Dingen, an den Stoffen gearbeitet hat. Ich reiße das aber nur kurz an, sonst kriegen wir es zeitlich wahrscheinlich nicht hin. Und einen Bericht gebracht hat. Also, wir wurden beauftragt, viele Stoffe zur Beruhigung zu entwickeln. Also um den Leuten die dann auf den Kopf zu werfen. Ne? Andere induzierten Dunstigkeit, also ja, Schlappheit und so, was du eben schon erwähnt hast. Seltener wurden wir beauftragt, Mixturen zu entwickeln, welche Ärger und unbesonnenes Verhalten, also die Leute aufzuhetzen. 90% arbeiten wir daran, um Emotionen, Stimmungen und den Geist zu beeinflussen. Also eben chemisch, ne? Und das ist jetzt die chemische Möglichkeit eben. Und man hat ja auch das Einfachste und was es schon lange gibt, ist ja so quasi eben bestimmte Zusätze zum Trinkwasser, was also in Australien ja offen zugegeben wird und in den USA auch, dass man also Fluor zugesetzt, also dem Trinkwasser, und dadurch werden die Leute auch teilnahmsloser. Ne? Ein kleinerer Prozentsatz der Bevölkerung reagiert allergisch. Ne? Also die meisten merken es noch nicht mal. Also er arbeitete nie an Mischungen, welche absichtlich toxisch, also giftig waren oder tödlich oder vernichtend. Was aber nicht heißt, dass andere nicht auch an solchen Dingen arbeiten. Einige Mischungen waren geringer als ein Teil pro Milliarde, als sie den Boden erreichten. Einige waren speziell designt, um den Boden zu erreichen und dort für circa ein Jahr zu verweilen. Sogar nach Regen, Wind, Schnee und so weiter. Da könnt ihr euch mal von Barry Troer das Video angucken, was ungefähr 25 Minuten dauert, was ihr bei mir auf dem Kanal habt. Also meinen Kanal könnt ihr erreichen über chemtrail.de und geht dann auf den YouTube-Button oder ihr gebt direkt geoengineering-h bei YouTube ein. Ja, das sind ja alles Dinge. Zum Glück spucken ab und zu Leute, die in dieser Szenerie arbeiten, auch mal was aus. Und das ist nicht nur Wetterkontrolle, die da stattfindet, es ist eben insgesamt Kontrolle. Kontrolle der Menschen über Mentales, teilweise eben direkt über Gedanken, Beeinflussung sind da Möglichkeiten da. Ich sage nicht, dass es jetzt schon umfassend am Laufen ist, aber sie haben die Möglichkeit eben. Nicht? Und wenn also Unruhen ausbrechen oder so, dann werden sie diese Sachen auch nutzen. Und je dichter das Funknetz ist, desto weniger können wir daraus entfliehen. Ich meine, es sagt ja schon der Name, wir sind online, ja, wir sind ständig an der Leine, nicht? Und das Netz, ja, wir sind im Netz, wunderbar, nicht? Gefangen teilweise. Und das ist auch schon fast pathologisch, dass manche Leute schon viel mehr am Computer zubringen als mit Menschen, ja, das ist ja auch eine große Gefahr. Da muss sich jeder an der eigenen Nase fassen und vielleicht mal ein bisschen abstinent werden von dieser Verlockung, die einen auch nicht gesünder macht. Insgesamt. Gut, die großen Anlagen, das ist eben die Geschichte mit Harp, IceCat, wobei Harp ja noch ein albernes kleines Ding ist, obwohl man da auch schon eine Menge mitmachen kann, mit 5 Milliarden Watt Leistung. Die IceCat-Anlage von der EU, die hat 100 Milliarden Watt. Ja? Es gibt ja inzwischen also um die 16 bis 20 Anlagen auf der ganzen Welt, also jede größere Nation, die industriemäßig gut aufgestellt hat, hat solche Techniken. Also China hat auch sehr große Anlagen. Übrigens die sogenannte größte Harp-Anlage der Welt in Rostock, das ist absoluter Quatsch, ja, das ist Schwachsinn, ja, das haben aber unheimlich viele Leute glauben, diesen Mist, ja, ich habe da sogar ein Fernsehinterview mal zugegeben, zu dem Zeug, das ist tatsächlich also eine Anlage, die also zu U-Boot-Funk gebaut wurde und die hat auch überhaupt mit Harp zu tun, weil sie besteht nur aus einem einzigen Turm mit einer Antenne da dran, die zwar auch sehr leistungsfähig ist, aber eine Anlage wie Harp-Anlage vergleichen zu wollen, da passt höchstens die Anlage, die kleine Anlage von IceCat dazu, die ja schon lange am Gange ist, oben in Norwegen, die also tatsächlich diese Dipolantennen, also Doppeldipolantennen hat, also Kreuzdipole nennt man das, ungefähr in der Größe von Harp, vielleicht ein bisschen kleiner, aber das, was jetzt die EU baut und genau mit diesen Kreuzdipolantennen, damit kann man ganz andere Dinge machen und das ist richtig gefährlich mit 50.000 Antennen, ja, und dieser gewaltigen Leistung. Ne? Und ich meine, Tesla hat schon gewarnt davor, wenn man also mit solchen Leistungen arbeitet, was das für fatale Folgen für die ganze Erde, nicht nur für die Menschen und Tiere und Pflanzen hier bedeutet, nämlich letztendlich den langfristenden, siechenden Tod. Ja? Und es ist da schon viel zu gesagt worden zu diesen Dingen. Nicht? Und
wenn man sich, also die NASA hat zum Beispiel ein Papier, also ich habe hier einen ganzen Ordner voll, das kriegen wir zeitlich aber jetzt nicht geregelt, wo also gleich vorne drin steht, dass sie jetzt eben Technologien haben mit Mini-Roboter, Smart Dust, also mit Dingen, die so klein sind, die siehst du gar nicht, also kleiner wie Staub, ja, den man ja noch gut sehen kann, wo also Mini-Roboter dann teilweise eingeatmet werden und all dieses Zeug. Und die sagen, das ist ein Waffensystem, was noch nicht mal verboten ist. Ja. Also die gehen da ganz offen mit um und sie sagen auch, ich will jetzt den Grusel jetzt hier nicht verbreiten, aber was das dann im Körper bewirkt, ja. Und diese Studie, die ist schon 10 Jahre alt oder ich glaube so noch, ich glaube von 2002 oder was war das Ding? Da müsste ich aber jetzt eben raussuchen. Also es gibt da genug Material dazu. Und wie gesagt, also wenn wir jetzt hier Stille halten, also sieht das irgendwie nicht gut aus. Nicht? Und ich meine, was auch noch dazu kommt, ist ja die Impfungsnummer. Nicht? Jetzt macht man ja wieder die große Angstmache hier mit Masernimpfung. Ja? Nicht? Obwohl Dr. Lanka damals ja 100.000, ich glaube 100.000 oder 10.000 Euro ausgesetzt hat für jemanden, der ihm mal ein Masernvirus beweist, ja, der Beweis war nicht möglich, es hat auch nicht erfolgt, also im Grunde, es gibt gar kein Masernvirus in dem Sinne, ja, also es wird Angst machen mit allem möglichen Zeug da getrieben und die Leute rennen dann auch hin, lassen sich impfen, also speziell, wer Kinder hat, also um Gottes Willen, Kinder, Kleinkinder nicht impfen lassen, was Schlimmeres könnt ihr gar nicht anrichten, mit den Gehirnen der Kinder, ja, und die haben noch keine Blut-Hirn-Schranke, das Metall kommt da rein, die sogenannten Impfkraftverstärker, ja, das sind also früher war das Quecksilber, da ist man ziemlich von abgekommen, jetzt ist es eben Aluminiumhydroxid und ähnliche Dinge. Metalle haben im Gehirn nichts zu tun, ja. Blei macht blöd, weiß man, nicht? Zusatz im Benzin früher und die ganzen Metalle machen einen nicht schlauer, ne? Und machen gewaltige Schädigungen da oben im Gehirn. Ja, ich weiß nicht, wie weit man da jetzt so einsteigen kann, weil es sind ja so viele Themen jetzt hier drauf, man müsste da fast eine, ja, mal ein Schwerpunktthema setzen, vielleicht mal einen ganzen Abend über sowas, um da in die Tiefe gehen zu können. Ne? Also, wie gesagt, Patente gibt es, das ganze Zeug. Die großen Organisationen arbeiten Hand in Hand zusammen. Die UNO macht Vorschläge. Das läuft alles nach Gewohnheitsrecht. In der Regel werden diese Papiere 10 Jahre vorher gemacht. Also siehe das UNO-Papier mit der Einwanderung zum Beispiel im Jahr 2000. 2010, wenn keiner widersprochen hat, haben die Leute Ja gesagt dazu, kann man loslegen, ja. Und das ist bei allen gesetzlichen Vorhaben genauso gelaufen. Ja, also auch bei den Nahrungsmittelgeschichten ist es so gelaufen, dass man 10 Jahre vorher das beschlossen hat und dann hat man abgewartet 10 Jahre und danach war es dann plötzlich rechtskräftig. Ne? Also da läuft vieles über Gewohnheitsrecht. Das Einzige, was der Bürger als Gewohnheitsrecht kennt, ist wohl das, wenn man also quasi 10 Jahre seinen Nachbarn und den Leuten, die da rumlaufen, freien Zugang über sein Gelände gewährt, dann sind nach 10 Jahren ist es für alle Zeit abgegolten. Da kann jeder über dein Gelände laufen. Ne? Also, und das ist Gewohnheitsrecht. Und das gilt auch für alle anderen Dinge. Das nur noch mal kurz so eingeflochten. Ja, sonst hinterfragt noch mal was, wenn ich da was nicht beantwortet habe. Ja, gut zu erwähnen wäre vielleicht noch die ganze Bankenrettungsnummer, der ganze Wahnsinn, der ja auch von oben gesteuert wird, das Volk wird nicht gefragt und es wird dann irgendwie verkauft als Völkerrettung, also was weiß ich, Griechenland muss gerettet werden, ja nix da, die Banken sind gerettet worden, weil wenn Griechenland also damals schon gehandelt hätte und hätte wieder seine Währung übernommen, dann hätten die viel besser damit leben können. Nein, es ging um die gewaltigen Kredite, die dann verloren gegangen wären für die Banken. Ja. Und heute nimmt man eben das ganze Volk da in die Haftung. Jeder Unternehmer, der sich verkalkuliert hat, ja, der muss seinen Laden eben letztendlich zumachen, wenn er unfähig ist oder Fehler gemacht hat. Nein, die Banken können treiben, was sie wollen, sie können spekulieren, wie sie wollen. Das Volk zahlt schon. Nein. Also auch da mal ein paar Gedanken drüber machen und vielleicht auch mal mit Bankern über sowas sprechen, dass man Bescheid weiß, geschöpftes Geld und so weiter, ne? Oder wer, dass sich da nicht mit auskennt, sich da nochmal informieren, man braucht ja nur das Wort eingeben, also Fiat Money oder selbst geschöpftes Geld aus dem Nichts, da findet man eine Menge Informationen. Ja. Ich möchte mal erzählen, in Bezug auf Bürgerbewegung, dass nicht nur die 5G-Bewegung in Österreich jetzt beim Zunehmen ist, sondern dass es eigentlich schon einen veritablen Widerstand gegen die Smart Meter gibt. Wir haben jetzt die ersten Fälle, wo Verweigerer des Einbaus des Smart Meters bitte den Strom abgedreht bekommen haben.
Das ist also rechtlich so gut wie unmöglich, weil sie haben ihn immer bezahlt. Und hast du bitte irgendwelche zusätzlichen Informationen oder wichtige Informationen zu den Smart Mietern? Ja, der Punkt ist der, also aus persönlicher Erfahrung, ich bin ja also ich habe eine Solartechnikfirma, also Photovoltaik Schwerpunkt. Und ich habe selbst vor, ich weiß nicht, ist 8 oder 9 Jahre her, eine ganze Zeit auf jeden Fall, habe ich einen Kunden gehabt bei Osnabrück. Also ich wohne ja hier in Oldenburg und bin da hingefahren. Da waren zwei Wechselrichter, hatte der, beide schlagartig gleichzeitig ausgefallen. Das ist schon sehr dubios, weil sowas passiert eigentlich nicht. Nach Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt es das gar nicht. Dann habe ich geguckt und dann hatten sie ihm, das war nämlich so ein Versuchsgebiet, Meter eingebaut. Also einen digitalen Zähler mit Funkbetrieb. Und Wechselrichter, also die den Strom von Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, die haben also jede Menge Sicherungsmaßnahmen technologisch eingebaut. Wenn da eine Störung im Netz ist, dann schalten die einfach gar nicht mehr ein. Oder wenn sie am Laufen sind und die Störung kommt, schalten sie aus. Bums. Ja, die liefen gar nicht mehr an. Da habe ich ihm gesagt, ja, ruf die an und sag, die sollen das Ding da wieder einbauen und deinen schönen schwarzen Zähler wieder einbauen und dann ging alles wieder. Also, sowohl die Technologie ist davon so gestört worden, dass sie nicht mehr funktionierte. Und allein da kann man schon an diesem einfachen Beispiel sehen, naja, das wird unsere menschliche Technologie auch nicht gerade erfreuen, wenn da so rumgehackt wird. Die Rechtssituation in der BRD war bisher so, wenn jetzt also keine Gesetzesänderung inzwischen war, dass wenn man also als Einzelhaushalt einen Stromverbrauch unterhalb von 6000 Kilowattstunden hatte, braucht man so ein Ding gar nicht akzeptieren. Da kann man die gleich wieder nach Hause schicken. Die machen das aber ganz, ganz clever. Die kommen hier an mit so einem Zähler und sagen, ja, das ist jetzt eine Änderung, der alte Zähler, der muss ausgetauscht werden und der Kunde hat keine Ahnung und sagt, ja, dann baue ich mal ein. Also, wenn bei euch da jemand so ein Ding einbauen will, für die BRD-Zuhörer, ich weiß nicht, wie die Rechtssituation jetzt in Österreich ist, aber es könnte sein, dass es ähnlich ist, dann könnt ihr die Land wieder nach Hause schicken. Ja? Die werden natürlich versuchen, auch auf Gesetzesebene diese Zahlen runterzutreiben, weil der Durchschnittshaushalt hier in der BRD verbraucht zwischen 3.500 bis 4.000 Kilowattstunden. Das liegt also um ein Drittel drunter, unter dem Wert, wo man die also zwangsweise dann eingebaut kriegen würde. Ne? Kann natürlich sein, dass sie sehr flott wieder schöne Lobbyarbeit machen und den Wert runterdrücken. Ja. Also so sieht das aus. Hast du da Informationen, wie das in Österreich aussieht von der Rechtslage, ob man das überhaupt akzeptieren muss? Es gibt hier die Möglichkeit, das sogenannte Opt-out zu machen. Da muss man den Netzbetreiber einen Brief schreiben, dass man sich auf diese Option bezieht. Und ich habe das gemacht und habe die Bestätigung zurückbekommen, bekommen, dass mein Ansuchen berücksichtigt werden wird, nicht, dass keiner eingebaut werden wird. Das heißt, die wissen nicht genau, wie das weitergeht. Sie bauen in Österreich die Wasserzähler um und sie bauen auch die Gaszähler bereits um. Darf ich noch was dazu sagen? Hallo Klaus. Hm. Ja, hallo. Ich hoffe, meine Leitung ist einigermaßen okay. Stop Smart Meter. Es gibt einen Vortrag drüber von Weiden am Neusiedler See. Dort hat man aufgedeckt, da war der Chef der EVN sogar da und hat Erpressung gemacht und Nötigung. Das wurde aufgedeckt in der Sendung. Ist alles vorhanden. Ja. Und die Menschen können sich nur bedingt wehren. Der Smart Meter, der schon eingebaut ist, kann man nicht mehr raus ausbauen. Das wurde dort schon gesagt. Hallo? Ich höre den Werner nicht. Ja, ob das in der BRD war der Fall oder in Österreich? Das, was ich sagte, ist Österreich. Ja gut, da kenne ich die Rechtslage nicht. Deswegen, ich habe eben gefragt, ob jemand von euch weiß, wie die Rechtslage ist. Sonst müsstet ihr euch mal also auf politischer Ebene schlau machen. Weil ich weiß nicht, ob du vorhin schon drin warst, in der BRD braucht man die nicht akzeptieren, wenn man unterhalb von 6000 Kilowattstunden Jahresverbrauch liegt. Das ist die Nein, da war Rechtslage. ich noch nicht da. Ah ja. Aber diese Zahl wurde auch in Österreich genannt. Jedoch ist es unsinnig, wurde auch gesagt, dass man die Großunternehmer seien viel wichtiger für ein Smart Meter, weil er sehr intelligent sein soll. Und die kleinen Abnehmer sind eigentlich gar nicht rentabel. Und vor allem die Haltbarkeit ist gar nicht so hoch wie der Ferrari-Zähler. Also eigentlich ineffektiv. Ja, das sind Pseudo-Argumente. Ich habe neulich erst jemand von der EWE da gehabt und ich habe ja mit denen schon Sachen ausgefochten, was die Millionen gekostet hat. Ja, deswegen sind die bei mir ein bisschen vorsichtig.
Und die hatten da auch beim Kunden von mir so ein Ding eingebaut, aber der ohne Funkbetrieb. Der war zwar digital, aber das ist okay, das kann man akzeptieren. Da kann man aber auch mit denselben Argumenten, die halten nicht so lange. Absoluter Schwachsinn. Ich meine, ein Wechselrichter für Photovoltaik, der hält auch 20 Jahre. Ja, der kann mal zwischendurch kaputt gehen, also das ist ein Pseudo-Argument. Und die werden das flächendeckend durchziehen wollen. Also ihr müsst euch mal erkundigen, auf politischer Ebene, wie ist die Rechtslage? Und das weiß kaum einer. Das wissen manchmal die Mitarbeiter noch nicht mal, die da vor Ort schicken. Also die ich da am Wickel hatte, die hatten da keine Ahnung von. Ja, wie gesagt, man kann dieses Schreiben an den Energieversorger richten, dass man sowas nicht eingebaut haben will. Das ist sicher die erste Vorsorgemaßnahme. Es ist ja Gesetz gemacht worden, dass es 5% der Haushalte zugestanden wird, dieses Begehr zu äußern. Haben inzwischen aber nicht einmal nur 1% der Österreicher davon Gebrauch gemacht. Ja, weil sie alle keine Ahnung haben. Das ist ja die typische Verarschungstaktik. Ihr müsst gucken, gibt es eine Gesetzesinitiative, also ihr könnt ja auf die BRD mal hinweisen, ja. Ich habe jetzt allerdings die neuesten Sachen, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es war jetzt jahrelang so und ich habe jetzt eben bei der Diskussion mit den Energiemitarbeitern, da waren zwei Leute da, sogar der Vorgesetzte, der hatte keine Ahnung von diesen 6000 Kilowattstunden, ne? So, und da müsst ihr da einfach mal nachfragen und wenn es das nicht gibt, also irgendwie so eine Schwelle, dann müsst ihr politisch dafür sorgen, dass es eine mal gibt, dass sich irgendeine Partei dafür einsetzt und ja, dass man dafür Rummel macht. Ja, weil die kriegen uns, ziehen uns über den Tisch über Uninformiertheit. Also auch in der BRD haben jede Menge Leute sich so ein Ding einbauen lassen, weil sie gar nichts von diesen 6000 Kilowattstunden wissen. Also ich habe die, meine Kunden habe ich ja alle fit gemacht, ne? Aber die meisten haben da keine Ahnung, die Presse berichtet nicht drüber. Und falls es sowas nämlich gibt in Österreich und die das einfach verschweigen, dann habt ihr nämlich ein ganz anderes Argument. Weil nur dahin zu schreiben, ich will das nicht, das heißt ja noch gar nichts. Wenn ihr dabei schreiben würdet, ja, aber laut Paragraph sowieso, brauche ich das nur zu akzeptieren, so und so viele Kilowattstunden, dann sind die in der Beweispflicht. Man muss dahin kommen, dass die in der Beweispflicht sind, dass man das tolerieren muss. Wir haben hier noch einen Gast, der Germane. Franz, deine Sendung, du gibst das Kommando, wann wer reden darf. Ja, bitte, Germane. Ja, hallo zusammen. Also bei uns wollten sie ja auch so einen Zähler einbauen und da wir ja ein österreichischer Verein sind, haben wir natürlich sofort auf die Gesetzeslage hingewiesen und hier in Deutschland sind es übrigens mittlerweile 10.000 Kilowatt. Vorher braucht man sich so einen digitalen Zähler nicht einbauen zu lassen und auf das haben wir natürlich hingewiesen mit den dazugehörigen Gesetzestexten und seitdem ist Ruhe, da kommt also nichts mehr. Ja, klasse. Siehst du, 10.000 habe ich noch was zugelernt. Also ich bin ja ein paar Jahre jetzt raus da aus der ganzen Montagegeschichte. Aber ich habe ja jahrelang mit den Energieversorger hier vor Ort sogar am runden Tisch Energie gesessen. Also sogar zusammen mit Bundespolitik und so weiter. Also deswegen kenne ich mich da eigentlich so grob ganz gut aus. Aber das, genau, dann sind die ruhig. Man muss da mit Fakten, knallharten Sachen kommen und sagen, ihr macht euch strafbar, wenn ihr uns jetzt hier nicht aufklärt, wie die Sache ist und uns hier über den Tisch zieht. Und also nehmen wir mal an, in Österreich gibt es also auch so eine Schwelle. Und die bauen ein so ein Ding ein. Da würden, also das möchte ich mal sehen, wenn ich dagegen klagen würde. Sagen würde, wenn ihr mich nicht informiert habt, sondern nur das Ding einfach eingebaut habt, so nach dem Motto, das muss so sein, dann habt ihr mich ja belogen. Ja? Und da kommen die nicht mit durch normalerweise. Also da macht euch mal schlau. Ne? Okay. Werner, es geht sogar noch dreister in Österreich. Die Leute, die offenen Zugang haben im Treppenhaus, die Stromzeller, die werden gar nicht gefragt, sondern da wird es einfach ausgebaut und eingebaut. Das wurde schon auch dort gesagt. Das dürfen sie, weil der Zugang gewährleistet ist und kein Kunde wird darüber informiert. Ja, mit dem Zugang gewährleistet, aber das ist wieder die Vermischung von der Rechtslage. Natürlich müssen die den Zugang haben. Sie dürfen auch in einem Familienhaus jederzeit an den Zähler ran, ja? Für Notabschaltung oder sonst sowas, ja. Das ist ja okay. Das heißt aber nicht, dass der Kunde das digitale sendende Ding akzeptieren muss. Es gibt auch Digitalzähler, die nicht senden. Da würde ich auch noch okay zu sagen. Nehmen wir mal an, die würden jetzt Dinge einführen, wo da ein LAN-Kabel drin steckt und die übertragen die Daten dann übers Internet über ein Kabel. Kein Problem. Ja, das müsst ihr dann aber erstmal klären. Aber in der Regel sind das alles Dinge, also im Grunde arbeiten die mit dem Handynetz und senden die Daten dann eben da raus. Also ihr müsst euch einfach informieren, gibt es da eine Vorschrift oder gibt es keine? Also würde mich wundern, wenn es keine gibt.
mit so einer Schwelle. Also nochmals, Werner, die EVN war sogar so dreist drauf, weil die Eltern nicht da waren, haben sich sogar einen Zugang über einen Siebenjährigen dementsprechend geschaffen, was absolut verboten ist. Das wurde aufgedeckt in dieser Smart Meter Übertragung. Und wie gesagt, die Hochhäuser haben ja ihre Stromzelle extern liegen. Und dann wird der Kunde nicht gefragt, da gehen die einfach hin und die Kunden wissen davon gar nicht, dass sie schon ein Smart Meter drin haben. Das meine ich. Ja, aber wir drehen uns jetzt im Kreise. Das machen die hier genauso. Die kommen da, habe ich vorhin erzählt, du warst leider noch nicht dabei. Die kommen, sagen, ja, wir haben jetzt hier eine neue Technik. Der alte Zähler ist so und so alt, der muss demnächst auch, normal ist es so, haben die, glaube ich, 16 Jahre lang, können die da hängen bleiben, dann müssen die überprüft werden. Aber auch nicht jeder, sondern da machen die jeden 100. Zähler, machen die so eine Eichprüfung. Ja? So. Und mit der Ausrede kommen die dann meistens. Die Leute vor Ort, die wissen selber nicht Bescheid, die Monteure. Die sagen einfach, ja, das ist so. Und da der Energieversorger, das war bei meinen Eltern genauso, wie so eine Art Heiliger da ist, ja, der ist eben der Fachmann, der weiß Bescheid, da widerspricht der Kunde gar nicht, ja, der sagt nicht piep, der sagt, bauen Sie mal ein und gut ist, so, aber wenn er das weiß, wenn er über die Gefährdung erstmal weiß und einfach sein Recht wahrnimmt, ich meine, wir kranken ja in diesem ganzen System daran, dass nur 5 bis 10% überhaupt in der Rechtslage Bescheid wissen, ja, nach meiner Meinung müsste man bei den Wahlen sogar eine Art Prüfung einführen, dass man überhaupt erstmal abfragt, weißt du überhaupt, wer, was Frau sowieso oder Herr sowieso da im Parlament überhaupt für eine Funktion hat? Und was macht der überhaupt? Das ist ja alles Schwachsinn, was hier läuft. Und genauso ist es eben, mit Verbrauchern kann man natürlich total verarschen. Man kommt da hin, baut das Ding ein. Klar, machen die in Deutschland auch. Die fragen nicht danach. Der Monteur vor Ort weiß ja noch nicht mal, habe ich ja selbst festgestellt, dass es diese Schwelle gibt, ab der er das erst einbauen darf. Ja? Und im Ernstfall ist es dann immer so, wenn man jetzt ein Rechtsverfahren anstrengen würde und man würde jetzt eine gesundheitliche Gefährdung haben und die nachweisen können, dann wäre der, der es eingebaut hat, im Arsch. So, und das ist jetzt vergleichbar damit, mit den Mauerschutzopfern, also hier an der DDR-Grenze, wo die Schützen bestraft worden sind, weil sie nicht nachweisen konnten, dass sie ein Schriftstück hatten vom Vorgesetzten, dass sie das zu machen haben. Dann wäre nämlich der Vorgesetzte dran gewesen. Und es ist immer der letzte Arsch, den sie dann kriegen. Das ist das Ding, ja. Und ja. Also ich kann nur darauf plädieren, Leute, ihr müsst euch informieren, nur zu sagen, nein, reicht nicht, ihr müsst es mit Argumenten belegen und der vorhin hier da gesprochen hat, dass jetzt eben der Wert in der BRD schon bei 10.000 Kilowattstunden liegt, Argumente vorgebracht, bums, hat man nie wieder was zu tun mit den Brüdern, dann bleiben die zu Hause. Da hat auch der Monteur vor Ort dann gelernt, hat gesagt, holla, jetzt muss ich drauf achten und die Jungs oben wissen dann auch, mit denen kannst du es nicht machen. Sie versuchen es, sie versuchen das, ist klar. Ja, bei uns war der auch zweimal da und wollte irgendeinen Stromzähler abstellen von irgendeiner Mieterin, die wir hier mal hatten. Und ich habe gesagt, nee, ihr kommt hier nicht rein, weil die ist überhaupt gar nicht mehr da. Und wenn ich den Namen von der höre, dann geht mir das Messer in der Hose auf, weil die schuldet uns noch 2 Monatsmieten. Und er wollte immer, ja, können wir nicht irgendwie doch rein und hin und her und bla bla bla, sage ich, nee. Und dann ist er wieder abgezogen und genauso habe ich es mit denen mit dem Zähler gemacht. Einfach nicht locker lassen. Und sagen, Kameraden, so geht's nicht. Hier haben wir den Wert, wir haben darunter und zudem ist der digitale Zähler ungenauer wie der alte Ferry-Zähler und fertig. Und dann lassen die dich in Ruhe. Du musst nur ein bisschen denen auf die Zehen steigen und dann lassen sie dich auch in Ruhe. Ja, klar, genau so ist das. Darf ich nur eins sagen? Ja. Und zwar in Österreich ist ein Auftrag gegeben worden, die Stop-Smart-Meter in 98% der Haushalte bis zum Jahre 2020 einzubauen. Das sind ja Zahlen, ne? 98%. Ja, aber trotz alledem, wir drehen uns immer noch im Kreise. Ihr müsst ins Gesetzesding reingucken, ihr müsst euch durch das Ding durchwühlen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Meine Eltern haben gesagt, das lohnt sich nicht, gegen die EWE anzutreten, die sind viel größer, du wirst nicht gewinnen, ich habe gewonnen. So, die wollten Folgendes machen. Also ich bin ja nun schon seit 1987 am Gange mit Photovoltaik, ja. So, und die haben hier in der BRD verlangt, also unser Energieversorger, und das haben die alle gemacht, den Zähler, den man als Einspeisezähler zusätzlich einbaut, ja, damit der Kunde eben sein Geld kriegt für den eingespeisten Strom, den wollten natürlich die Energieversorger einbauen. Und da wollten die dann pro Jahr, also jetzt damals zu D-Mark-Zeiten noch 60 Euro, genauso an Zählermiete, nur als Miete für den Zähler, von den Kunden pro Jahr haben. Da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht mit. Also ich habe das gesagt. Gesagt, wir bauen den Kunden jetzt Privatzähler ein. Der ganze Zähler kostet 36 Euro, ja. Das heißt, die Miete, die war das gleiche ungefähr in dem Markt dann, ja. So, und dann haben die erst behauptet, also mir gegenüber auch verbal so,
Ja, das wäre so. Ne? Der Verbraucher muss das akzeptieren. Dann habe ich mir die ganzen Papiere dadurch geguckt und konnte denen beweisen, dass man sehr wohl Privatzähler einbauen kann, ja, und darf. So, dann standen die ganz blöd da, die Jungs. Also ich habe mit dem Chef nachher verhandelt sogar, ja, von das Ganze hier von der IWE. Und die sind bis im Osten da, bis nach Insel Rügen am Gange. So. Und dann sind sie eingeknickt. Weil ich habe gesagt, so, jetzt machen wir mal einen Punkt. Ich sage, entweder wisst ihr, kennt ihr eure eigenen Gesetzeslage nicht, das ist schon ziemlich peinlich, ja, bis zur obersten Charge, oder ihr belügt uns und das ist noch schlimmer, weil das ist kriminell. Und dann sind die eingeknickt. Du musst ganz klar mit denen auf Augenhöhe kommen in der Argumentation und mit den Beweisen, sonst hast du keine Karten. So, das hat die Millionen gekostet, Leute, an weniger Einnahmen. Weil die mussten im gesamten IWE-Gebiet, im Grunde, ich kann es natürlich nicht nachprüfen, den Leuten gestatten, Privatzähler einzubauen. Und das hätte sich hochsummiert in 20 Jahren Einspeisung, nicht? Also 60 D-Mark, also nehmen wir mal jetzt 30 Euro, mal 10 Jahre, bist du schon bei 3.000, bei 20 Jahren bist du bei 6.000, oder? Ne? So. Nee, Quatsch, ja klar, 6.000 Euro haben wir den Kunden da gespart. So sieht's aus. Ne? Und das jetzt die ganzen Kunden, das kostet richtig Geld bei den ganzen Photovoltaikanlagen. Also es geht. Also David gegen Goliath funktioniert immer noch. Aber du musst eben die scheiß blöde, Spaß hat mir das auch nicht gemacht. Und ich habe beim Atombereich genauso, ich habe mir den ganzen Mist durchgelesen von der Atomenergie und so. Und dann kannst du die Jungs auch als kleiner stilllegen, wenn die Gesetzeslage auf deiner Seite ist. Das ist wirklich Praxis jetzt, was ich erzähle. Also glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, aber man kann sich die Mühe nicht ersparen. Und ich meine, das wird ja wohl rauszukriegen sein, wie da die Gesetzeslage ist. Also, wir wollen jetzt aber auch nicht bis zum Ende da stundenlang nur über diesen Zähleinbau reden, glaube ich. Ne? Ja, das ist grundsätzlich auf alle Fälle ein ganz wertvoller Tipp, dass man sich die bestehende Gesetzeslage anschauen muss. Ich bin da bei einigen Fällen dabei, unter anderem, dass von Gemeinden Baugenehmigungen nicht gegeben wurden, dass vom Baubetreiber gegen die nicht gegebene Baugenehmigung vom Bürgermeister bei den beim Landesverwaltungsgerichtshof Einspruch erhoben wurde, dass der Landesverwaltungsgerichtshof entschieden hat, dass die Gemeinde kein Recht hat, ein Bauvorhaben zu verhindern, mit der Begründung, dass dieses spezielle ein EU-Projekt ist und das EU-Recht vor Gemeinderecht zieht. Du siehst schon, wo wir da in Österreich rechtlich hinlaufen. Ja gut, meine Rede ist bloß, aber dann können wir vielleicht das Thema dann mit den Zählern da auch vielleicht mal beenden. Einfach in die Richtung, man darf A, nichts glauben, was die da erzählen, und B, mit großen Sprüchen kommen. Die können ja gerne von der EU was beschließen. Die Frage ist aber trotzdem, also das EU-Recht muss ja immer umgesetzt werden in Landesrecht. Und wenn entscheidend ist erstmal, was steht da im Landesrecht drin? Klar, die EU gibt den Befehl, aber ihr seht ja, es gibt bestimmte Länder, die wehren sich und machen es aber nicht so. Ja, und es ist so, in der BRD speziell ist es so, hat die Kommune, wenn sie einen vernünftigen Bürgermeister hat, unheimliche Möglichkeiten, weil wir sind ja hier Besatzungskonstrukt nach wie vor, und die US als oberste Kriegsgegner damals haben ja die Gemeinden nicht angetastet. So, und das habe ich ja alles schon hinter mir. Ich habe ja dann quasi mir einen kommunalen Pass geholt, und das dreimal. Dreimal habe ich die dazu bringen können. Den stellt die Gemeinde aus, ja? Den grünen kommunalen Pass. So, und der ist genauso gültig an der Grenze wie der andere rote in der BRD. Der einzige Nachteil, er ist nur 12 Monate gültig. So, der nennt sich temporärer Pass. Das heißt, das geht ja auch. Also es ist manches auf Gemeindeebene eben doch möglich, bloß da muss man sich schlau machen. Aber ich kann für Österreich jetzt da nicht recherchieren, da müsst ihr selber machen. Ne? Also die Tipps habt ihr jetzt. Ihr habt gesehen, dass hier einer hier eben gesagt hat, okay, der hat ja auch wegjagen können mit den 10.000 Kilowattstunden pro Jahr, wenn man drunter liegt. Ich hatte jetzt noch den Stand von 6.000 im Kopf. Aber die Informationen müsst ihr einfach mal eben abtesten. Und da könnt ihr einfach mal fragen. Schreibt mal hin, dass ihr eine schriftliche Antwort kriegt. Ist es in Österreich bei der Genehmigungsbehörde derselbe Fall wie in der BRD, dass zum Beispiel ein gewisser Grenzwert unterschritten
werden muss, bevor man quasi das Ding da überhaupt akzeptieren muss oder überschritten werden muss, bevor man so einen Zähler akzeptieren muss. Da müssen die schriftlich antworten, kompetent, ja, mit Unterschrift und so weiter. Und auch nicht gerade vom letzten Arsch da, sage ich. Und dann wisst ihr Bescheid. Fertig. Oder ihr müsst euch selbst durchwühlen durchs Gesetzeswerk. Dürfte per Internet nicht so schlimm sein. Also okay, machen. Nur machen ändert die Zustände. Reden bringt in der Regel nicht viel. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir wieder Musikpause, bevor wir in die dritte Stunde gehen, okay? Ja, okay. Diesmal die Lisa Fitz mit Ich sehe, was du nicht siehst. Ja, jetzt kommen wir zum dritten Teil der Sendung. Dem wollen wir ein bisschen die Lösungen widmen, haben wir gesagt. Bitte, Werner. Ja, also ich habe auf dem Zettel hier noch die kommende Wahl des EU-Parlaments. Weiß nicht, hast du das auch im Zettel? Okay, ja, bitte. Also einen kleinen Nachtrag noch, also jetzt Smart City hat jetzt nicht direkt mit 5G zu tun, aber wie weit der Wahnsinn geht. Ich kriege ja immer so die neuesten Meldungen in der Technik, die da angedacht sind. Und zwar Bienen, ja? Also die Bienen werden immer weniger, wissen wir ja, ne? Was nach Science Fiction klingt, soll mit neuartig entwickelnden Technologie bald Realität werden. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Graz will eine Smart City für Bienen entwickeln, um die Insekten bei der Bewältigung nachteiliger Umwelteinflüsse zu unterstützen. Das EU-Projekt Hivopolis, also klingt fast wie Metropolis, also Bienenstadt mit einem Volumen von 7 Millionen Euro, ist kürzlich gestartet worden und für 5 Jahre anberaumt. Die Kommunikation zwischen Tieren und Robotern funktioniert nach Angaben der Universität bereits sehr gut. Das Team rund um Thomas Schmickel, Professor für Zoologie an der Universität Graz und Leiter des Artificial Life Lab, des künstlichen Lebenslaboratorium, heißt das zu Deutsch, hat jüngst mit einem Versuch für Furore gesorgt, bei dem Bienen und Zebrafische via Roboter erfolgreich miteinander kommunizieren und das sogar über hunderte Kilometer lange Distanz zwischen Graz und Lausanne. Nun will das Team die Technik in den Bienenstock integrieren. Mithilfe von Sensoren sollen etwa die Temperatur in der Wabe reguliert und damit die Aufzucht der Nachkommen optimiert werden. Digitale Landkarten sollen Hinweise auf Pestizide bei potenziellen Nahrungsquellen liefern und eine Warnung an den Stock senden. Roboter werden den Bienentanz imitieren und so das Bienenvolk benachrichtigen. Na, was haltet ihr davon? Das ist genau das, was sie jetzt mit den Bienen erstmal durchziehen, wo sie uns dann nachher auch schön fernsteuern können. Mit lustig, wa? Ja. Oder? Das ist ein Riesenproblem in Graz. Ich selbst habe an der TU Graz studiert, habe daher die Entwicklung mitverfolgen können, live. Und die Mittel, die reinkommen, die kommen aus dem schon erwähnten EU-Projekt Horizon 2020, das mit 80 Milliarden Euro ausgestattet ist für 5 Jahre. Und ich habe viele Kollegen, die auf der Uni arbeiten und vom Studieren her kennt man sich halt. Und du kannst dir vorstellen, wie vollkommen strange ich für die bin, gell? In meinem Denken, weil die sind derartig eingekauft in diesen Hype. Das geht in Richtung Artificial Intelligence. Wir haben jetzt ein hochgelobtes steirisches Jungunternehmen, das hat Artificial Intelligence eingesetzt, um die Menschen zu beraten, wo sie wirklich auf Urlaub hin wollen, weil sie das ja selbst nicht wissen. Das ist ein Riesenproblem. Die ganze Wissenschaft ist überhaupt ein Riesenproblem, wie die eingekauft und finanziert ist. Das sind die Experten, die dann in den Medien auftreten und denen die Lieschen Müllers alles abnehmen, weil das sind die Wissenschaftler. Also ich stehe da im Grunde genommen mit einem Lösungsansatz an, da muss irgendein Wunder passieren. Ja, also 5 Milliarden hast du gesagt, oder was war das? 80. Ach, 80 ist ja noch schöner. Das ist ja unheimlich viel. Ja gut, alles klar, aber ich meine, künstliche Intelligenz ist klar, also da muss ich mal einen Moment noch verweilen, weil das total wichtig ist. Sie wollen ja den Cyborg haben, ne?
Also die Mischung aus Mensch und Maschine, das haben sie ja angefangen vor 10 Jahren schon, wurde das immer so ein bisschen eingeträufelt. Ne? Wir suchen nach der Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Das heißt letztendlich auch zwischen Gehirn und Maschine. Und das ist letztendlich kurz gesprochen zwischen dem Chip und der Maschine. Die haben inzwischen, ich habe vor Jahren, vielleicht 5 Jahre alt, mal so ein wissenschaftliches Video gesehen, wo sie ganz froh waren. Also wir haben jetzt Nanodrähte entwickelt, die wachsen von sich aus im Gehirn bis an die Synapsen heran. Ja, ist das nicht gruselig, ja? Aber das verkaufen die dann positiv, weil wer dann den Chip im Gehirn hat, mit dem er dann also auf die ganzen internationalen Bibliotheken direkt Zugriff hat, ist natürlich viel schlauer wie der Durchschnittsmensch. Das Dumme ist bloß, er denkt selber nicht mehr, sondern es wird für ihn gedacht. Und die Frage ist, wann ist der Schritt erreicht, dass du gar nicht mehr Mensch bist? Und das wollen sie nämlich. Sie wollen die gottgegebenen Rechte uns nehmen. Und da sind wir jetzt eben auf der gerichtlichen Ebene oder Rechtsebene, weil das ist das höchste Recht. Und dann kommt das menschgemachte Recht. Und wenn sie das jetzt so umfummeln, alles ins Technische hinein, dann hast du, weil du bist ja kein Mensch mehr, du bist ja ein Cyborg. Und dann hast du auch gar keine Rechte mehr. Wir haben jetzt schon eine starke Einschränkung der Rechte. Das müsste man extra nochmal behandeln im anderen Interview vielleicht. Aber da wollen die Brüder hin, ne? Und das ist hochgefährlich. Und das wird dann immer durch die Spielchen, ja, Telespiele und weiß der Himmel, was für Schmankerl, den Leuten schmackhaft gemacht. Und dann werden sie süchtig nach dem Kram irgendwann. Es gibt heute Pornosüchtige, es gibt Spielesüchtige, es gibt eine Menge Süchtige, die es vor 30 Jahren noch nicht gab, weil es die Technologien noch gar nicht gab. Und die so leicht verfügbar sind, für jedes Kind vor allen Dingen auch. Und das auch noch ohne jegliche Grenze, ja, und das wird ja auch befördert. Und das ist das Ding, was auf uns zukommt. Wir haben es hier wirklich. Es waren ja inzwischen auch schon Leute davor, sogar der Elon Musk, der ja selber also da eine Menge Firmen zusammengekauft hat, also für künstliche Intelligenz und sowas, damit beschäftigt er sich ja auch, und der hat ja zig Milliarden, der gute Mann, ja, der hat ja selber schon mal gesagt, also dass es gewisse Gefahren beinhaltet, ne? Und andere wichtige Nobelpreisträger und sowas haben ja auch schon gesagt, dass diese Intelligenz uns überlegen sein wird irgendwann. Und wir haben ja diesen Großcomputer, der sich auch noch das Biest nennt, nicht? Es ist ja alles ganz toll schon da. Ich meine, wie viel muss denn noch passieren, dass die Leute mal aufwachen? Weil wenn das erst passiert, also einmal diese Technologie mit Strahlung und so weiter, also die Fernsteuerung von Menschen, Gehirnen und so weiter, noch weiter ausgefeilt ist. Wenn zweitens die Kampfroboter in noch viel größerer Stückzahl da sind, ja, also die Grenze da in Indonesien oder wo das war, da haben die jetzt schon Roboter stehen, die also dann mit 3 Kameras arbeiten und auch selbst entscheiden, wann die schießen. Ja? Dann haben wir wirklich irgendwann keine Chance mehr, weil dann hast du es nicht mehr mit irgendeinem Überfallkommando vielleicht von der Polizei oder von sonst wem zu tun oder von Sondereinsatztruppen. Dann hast du da einen Roboter stehen. Und der wird sich durch gar nichts beirren lassen, was er mit dir macht. Ich meine, das ist das, was man vor 20 Jahren als irgendwie Science Fiction vielleicht sich angeguckt hat, hier mit Schwarzenegger und den ganzen Kram. Die haben uns das alles mitgeteilt, was sie vorhaben. Ja? Und Leute, haltet das nicht für einen Witz. Ja? Wenn wir da jetzt nicht aufpassen, wir sind an einer wirklich schon sehr engen Schaltstelle jetzt, ja? Und das verschlafen, dann ist das Ding gelaufen. Dann wird es keine Menschheit in dem Sinne mehr geben. Und von Freiheit und sonst was, Gedankenfreiheit, die ist jetzt schon arg eingeschränkt. Ihr seht ja, wie sie langsam die Maske runterfallen lassen oder runterziehen vom Gesicht. Und das wird eine ganz schauerliche Fratze. Ich will jetzt da gar keine Angst machen. Wir haben einen Ausweg. Ja, wir haben unsere mentalen Kräfte. Wir müssen die bloß mal weiterentwickeln. Das ist eine. Und wir müssen uns einmischen. Ja, das wird keiner für uns tun. Es wird nicht der große Held kommen und es wird nicht der große Guru kommen, der das gesund betet alles. Das müssen wir in Selbstverantwortung wahrnehmen. Und meine Interpretation ist das: Wir sind hier auf einem Lern- oder nimm's Bewährungsplaneten. Dafür kriegen wir diese Dinge geboten hier, um daran zu lernen und daran zu wachsen. Und wenn wir das nicht tun, ja gut, dann müssen wir uns nicht beschweren, dann sind wir Herdentiere, die auch ja, betreut werden müssen. Dann hat man eben einen Betreuer, den Großen. Ne? Mama Merkel oder sonst wen, das sind ja auch nur Schachfiguren im Grunde, aber das ist es. Ne? Also, okay, das wollte ich nochmal eben dazu sagen, weil der Cyborg ist kein Spaß, und beschäftige euch mal hier mit dem Zukunftsforscher, der da bei Google und so weiter da am Gange ist. Wie heißt er denn noch schnell? Kurzweil, genau. Ja. Ne, das ist, wird keine Kurzweil, also sein Name ist schon klasse, ja. Ne, das ist ja fast Programm. Ne? Und ne, seine Idee ist ja, also erst den Körper auszutauschen gegen Mechanik und Elektronik und dann letztendlich das Gehirn drauf zu pflanzen. Nicht? Und dann in der nächsten Stufe sogar das Gehirn quasi auszutauschen und den Gehirninhalt an Bio-Chips zu überspielen, und dann sind wir unsterblich.
Ne? Er hat ja in seinem Bild, was er im Büro hängen hat, da steht ja, wirst du lange genug leben, um ewig zu leben. Und ich glaube, er mampft inzwischen 120 oder 130 Ingredienzien, damit er möglichst die Schwelle erreicht, damit er dann wirklich ewig lebt. Also das ist für mich kein Leben. Ja? Dann lieber in die Kiste als Mensch, ja, und nicht als Cyborg ewig leben. Ne? Also das ist aber das, was diese Irren, ich nenne die wirklich Irre, ja, vorhaben. Und das geht also in einer Geschwindigkeit jetzt vor sich, da haben wir keine 10 oder 20 Jahre mehr. Wenn wir jetzt nicht was tun, ja, sehr bald, ja, dann ist der Zug abgefahren, weil aber ein gewissen Stadium werden wir uns gar nicht mehr wehren können. Und dazu gehört auch 5G. Ganz, ganz wichtig, klar. Na gut. Ich möchte da einwerfen, und es hat jetzt auch mit dem Zusammenhang mit den EU-Wahlen, weil ich habe den Link da links reingeben, schau, Werner. Ja. Da geht es um von der EU-Kommission Communication Initiative Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence. Also das Vertrauen bilden in die menschenzentrierte Artificial Intelligence. Also Artificial Intelligence ist maschinenzentriert, kann niemals menschenzentriert sein. Das ist der erste Fehler. Aber man sieht also, wie die EU hier aktiv mitarbeitet. Das ist ein Punkt, der kommt in keinem EU-Wahlkampfthema vor. Was die EU-Kommission da im Hintergrund wirklich treibt. Die Wähler, die zur EU-Wahl gehen, wissen nicht, dass sie das Parlament wählen, das nichts zu sagen hat. Vielleicht kannst du da ein bisschen einen Zusammenhang herstellen, noch einmal in Bezug auf EU-Wahlen und was die wirklich nutzen und wie man in Bezug auf die EU weiter vorgehen könnte. Ja, das ist im Grunde, wenn man es volkstümlich sagt, läuft die große Verarsche ab. Das ist ganz klar. Ich meine, auch was die UN da gesagt hat im Jahr 2000, ich habe es ja auch nicht erfahren, obwohl ich wirklich politisch interessiert bin. Ich habe ja auch, wenn Ulf Kotte nicht damals den Artikel geschrieben hätte, wäre ich da gar nicht hintergekommen, weil man hat auch nicht die Zeit, den ganzen Mist durchzulesen, weil diese Presselandschaft eben total versagt. Und das ist, also wenn man jetzt nicht Lügenpresse sagt, dann ist es mindestens eben diese Lückenpresse, die genauso gefährlich ist, die eben die wirklich wichtigen Sachen nicht bringt, aber irgendwelchen Blödsinn, also dann unheimlich wichtig findet, wenn da der und der vielleicht verstorben ist und das Schlagersternchen jetzt mit einem anderen Menschen schläft und was weiß ich, was da alles berichtet wird. Dass die lebensentscheidenden Dinge und gesundheitsentscheidenden Dinge berichten sie eben nicht, sie werden einfach unterschlagen. Man kann sie finden, mit viel Sugerei manchmal, aber ich meine, dazu hat der normale Mensch eigentlich weder die Lust noch die Zeit, ja. Aber das ist eben, wenn man das aber weiß, das ist so wichtig. Und deswegen bekämpfen sie uns natürlich, die Aufklärer, die größere Stückzahlen von Leuten erreichen. Ne, wenn einer, sagen wir mal, nur eine Einschaltquote von 50 Leuten hat, gut, das interessiert die ja nicht. Ne, da sagen sie ja gut, lass sie ruhig Bescheid wissen. Aber wenn das dann in die Millionen geht, und deswegen haben sie meinen Kanal ja auch zugemacht, 17, im Herbst, ne, mit 11 Millionen Zugriffen, war dann für die schon nicht mehr so witzig. Ne? Und ja, wir müssen da einfach weitermachen. Eine andere Chance haben wir nicht. Wir müssen weiter aufklären, die Leute aufrütteln. Ja, und wenn sie trotzdem sich nicht rütteln lassen, ja, dann haben zumindest die Pech gehabt, weil die Unwissenden, die werden es ja auch noch, die werden ihren Arm oder ihren Kopf freiwillig zur Verfügung stellen, um sich was einzupflanzen. Ich meine, wir können ja noch nicht mal kontrollieren, was wir jetzt schon eingeatmet haben, ne? An Minirobotern zum Beispiel. Und diese Dinge, die auch scharf geschaltet werden können. Ja, gibt es ja auch Patente dazu. Und das hat ja Barry Trower ja auch erzählt, MI5 und MI6 Spezi, der also mit diesen Dingen zu tun hatte. Ich habe den ja getroffen in Oslo, ne? Und ja, ich musste auch nochmal zwei Videos, die er da Vorträge gehalten hat, muss ich nochmal reinsetzen, aber die sind in Englisch, das ist auch so lang, das alles zu übersetzen, das dauert so asig lange. Ja gut, okay, das am Rande. Ja gut, EU-Wahlen. Ich meine, die Verarscherei geht natürlich jetzt weiter. Nicht? Ich meine, man stellt irgendwelche tollen Leute auf, die unheimliche Sprüche klopfen, aber ich sag mal, man muss sie messen an dem, was sie gesagt haben und auch vielleicht mal gucken, was haben die vorher gemacht, was haben die für Berufe, sind das überhaupt Praktiker, sind das nur Sprechblasenklopfer oder wie haben die sich bewährt? Man kann ja heute, hat man ja einen Zugriff übers Internet, auch mal über Bundestagsreden oder überhaupt über Reden, die solche Leute geschwungen haben, auch in der EU. Das muss man sich einfach mal antun, in etwa zu wissen, was haben die Brüder da erzählt und wo sind sie, wie haben sie abgestimmt und dies und das. Das ist natürlich mühsam, aber gut, ich meine, das heißt halt Demokratie. Ja? Sonst müssen wir halt sagen, okay, wir müssen wieder den großen Oberzampalo da haben.
Also ohne Einmischung wird da sich nichts ändern. Ich meine, die Franzosen machen jetzt immerhin Rummel und man hat ja gesehen, dass also Macron zurückgewichen ist in einigen Punkten. Nur das bringt's. Also nicht, dass man jetzt unbedingt, also gewalttätig soll man natürlich nicht werden, aber man muss deutlich seine Meinung äußern. Der eine, der vorhin da erzählt hat mit dem Smart Meter, mit den 10 Kilowattstunden, der hat die Leute ja auch wieder vertreiben können. Nur mit Argumenten. Ja, fertig. Man muss standhaft bleiben, man muss aber auch, ja, man muss die Fakten haben. Nützt nichts. Das ist eine andere Lösung, habe ich da nicht anzubieten. Das ist ja irre. Ich habe jetzt hier noch mal ganz kurz mal zu meinem Lieblingsthema der Grünen. Noch bin ich ja drin, aber nicht mehr lange. Was die zum Beispiel in so einem, das ist so ein Schreiben für die grünen Mitglieder, Europas Versprechen erneuern. Ne? Hans-Joachim Janssen, Landesvorsitzender. Ne? Wir müssen gegensteuern. Kein Mensch in der EU darf im Stich gelassen werden. Klingt ja toll, würde ich auch sagen, ja, ist in Ordnung. Wir wollen das Versprechen Europas erneuern und die EU zu einer Sozialunion ausbauen. Das begreift der Bürger gar nicht, was sie damit meinen. Ja, Sozialunion heißt wirklich, dass alle Sozialtöpfe zusammengeschmissen werden und sich jeder daraus bedienen kann, egal was der eingezahlt hat oder sonst was. Klingt natürlich total sozial, bloß der Haken ist der, es gibt nun mal Völker, die also weniger arbeiten, wie die Deutschen, ja, und sich weniger quälen und die dann das absaugen. Das ist jetzt ja schon so, ja. Unser Export ist ja größtenteils, wird ja gar nicht bezahlt, den finanzieren wir selber, ja. Na, ich müsste euch mal mit beschäftigen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und das wird jetzt hier ganz cool geschrieben. Der Bürger sagt, ja, Sozialunion klingt gut, ne. Aber das wird bedeuten, dass wir dann zum Beispiel Zahnersatz, meine Frau, die ist Zahntechnikerin, und ja, die da quasi erlebt hat, dass die Ausländer hier 100% bezahlt kriegen vom Zahnersatz und der Deutsche, die Oma, die 40 Jahre eingezahlt hat, nur 50% zum Beispiel. Ja, und wenn jetzt noch mehr Gelder abgesaugt werden durch Länder, die eben nicht so vorgesorgt haben, eben im Grunde nichts eingebracht haben groß in den großen Topf, ja, dann wird aus unserem Topf natürlich das alles verteilt. So super. Ich meine, wer das gut findet, alles klar. Das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, dass man sagt, ne, wir wollen das behalten. Nee, wir haben es ja selber als Solidargemeinschaft Volk auch erarbeitet. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, das Geld. Und ja, solche Dinge, also guckt genau hin, was und wen ihr da wählt bei der Wahl, wenn ihr noch wählen geht. Ja, was soll man dazu sagen? Ne, eigentlich könnte man ja fast wütend werden, wie es läuft, wie die Leute verarscht werden können. Und jetzt mal ab jetzt von der EU. Ich meine, was haben die Typen denn gesagt? NWO mit Kapitalismus und Kommunismus, Zitat. Der Anstoß von den Rockefellers und ihrer Verbündeten sollte eine Weltregierung hervorbringen durch die Kombination von Superkapitalismus und Kommunismus unter demselben Dach, unter ihrer Kontrolle. Meine ich Verschwörung? Ja, meine ich. Ich bin überzeugt, es gibt so eine Planung, international im Umfang, generationenlang in der Planung und unglaublich böse in der Absicht. Kongressabgeordneter Larry P. McDonald, 1996 ermordet in der Korean Airlines 747, die von der Sowjetunion abgeschossen wurde. So sieht's aus. Und da gibt's genug Zitate, ich will es nicht noch mehr da bringen, aber das ist geplant. Und zwar hier, generationenlang in der Planung. Das heißt, die Legislaturperiode sind 4 Jahre und die Jungs planen generationenlang. Und dann machen sie eben, wie man den Frosch langsam abkocht und zum Sterben bringt, so machen die das genauso mit uns. So, ne? Und es wird jetzt ja schon, ist ja alles so verprasst worden, es wird für die künftigen Rentner kein Geld mehr da sein, das wird knallen in der nächsten Zeit. Und was fällt ihnen dann ein, den führenden Typen? Entweder ein Bürgerkrieg oder ein anderer Krieg, um abzulenken von der Misere. Und dann sagen sie, ja, das lag jetzt also an irgendwas anderem, an uns lag's nicht. Immer schön, haltet den Dieb spielen. Ne? Ja, gut. Hilft im Moment nicht weiter, aber es ist schon ganz gut. Ein Zitat vielleicht noch. Es gibt zwei Weltgeschichten. Die eine ist offiziell und verlogen für den Unterricht, für den Schulunterricht bestimmt. Die andere ist die geheime Geschichte, welche die wahren Ursachen und Ereignisse birgt, von Honoré de Balzac, der schon lange tot. Aber im Grunde ist das immer so gelaufen. Na gut, das ist jetzt nicht so erbauend. Wir wollen ja nachher noch ein bisschen Freude verbreiten oder zumindest Hoffnung. Gut, wo sind wir jetzt angekommen? Bei welchem Programmpunkt? Ja, vielleicht kann ich die Überleitung so machen, weil du den Rekurzweil genannt hast. Wenn man sich die ganzen Fritzen von Artificial Intelligence anschaut, dann ist ihr erster Punkt Unsterblichkeit, 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 das hast du schon erwähnt.
Was ist das aber anders als Angst vor dem Tod, als keine Ahnung davon zu haben, dass wir da Wesen sind, zeitlose Wesen sind in einer irdischen Vision herinnen einmal. Das heißt, die haben jegliche Spiritualität verloren, haben jegliche oder haben eine rein materialistische Ausrichtung angenommen. Deshalb war diese zwanghafte Maschinenhaftigkeit, die sie da intellektuell erzeugen können. Und auf der anderen Seite ist in der heutigen Wissenschaft, unter vielen, vielen Wissenschaftlern, das Wiederentdecken der Spiritualität ein echtes Thema geworden. Und zwar hat das damit zu tun, dass jetzt ausreichend Untersuchungen da sind, dass Leute, die also auf eine richtige Art und Weise beten oder meditieren, ruhiger sind, glücklicher sind, gesünder sind und länger leben. Das wäre sozusagen die Überleitung von der Artificial Intelligence aus dieser zwanghaft materialistischen Fixierung in ein wirklich menschliches Weltbild, zu dem natürlich diese weite spirituelle Sicht dazugehört. Ja, wir sind jetzt ja in so einer Phase. Ich meine, die haben ja geübt, ne? Kommunismus, Atheismus, ja. Ich meine, DDR hatten wir ja vor der Nase, nicht? Und im ganzen Ostblock lief es ja so, also Kirchen wurden aufgelöst, beziehungsweise da wurden Trecker reingestellt oder sonst was, um den Leuten eben letztendlich die Hoffnung zu nehmen. So. Und wer also jetzt wirklich an keinen Glauben mehr hat, egal an wen oder was jetzt, der hat auch keine Hoffnung mehr und der kommt viel schneller in die Angst. Und ein angstbesetztes Volk kann nicht viel schneller und besser regieren. Das ist natürlich der Punkt. Und jetzt machen sie eben so eine Kopplung, sozialistisch-kommunistische Weltordnung im Grunde, und nehmen uns so nach und nach gewisse Freiheitsrechte, und zwar in einer ziemlichen Geschwindigkeit, ne, und einer Frechheit. Und das ist wieder genau das Ding mit Gewohnheitsrecht. Wenn wir nicht widersprechen, dann haben wir akzeptiert. So. Ja, und die haben da schon frech vor ein paar Jahren getönt. Und wie, denkt immer an die 10 Jahre. Ne? Nach 10 Jahren ist es vorbei. Ne? Dann hast du nach Gewohnheitsrecht akzeptiert. Ne? Es sei denn, du widersprichst. Ne? Und das wäre nochmal ein lohnendes Thema überhaupt. Ja, nochmal kurz zur EU. Ich meine, wir haben auch heute das sowieso nicht mehr mit verschiedenen Parteien, zumindest bei den Altparteien, zu tun. Das ist ja im Grunde ein Einheitsblock. Einheitsblockparteien, genau wie in der DDR. Ja, und ich meine, ein bisschen frischer Wind ist jetzt ja durch neue Parteien reingekommen. Egal wie die sich jetzt entwickeln, auf jeden Fall war das gut, weil bestimmte Themen dann das erste Mal denen um die Ohren gehauen wurden. Also wenn man sich mal so öfter mal Bundestagsreden anhört, ist das sehr erfrischend. Und ich sag mal so, ich beurteile das nur dann daran, wenn da vernünftige Argumente kommen, egal wie die manche Parteien da verteufelt werden, wenn das vernünftig nachvollziehbar ist, dann ist das der Wahrheit näher, als wenn jemand da nur noch rumbrüllt und getroffen aufheult. Weil das zeigt ja, dass die Blockparteien, die ja schon seit langem sich sowas von gut vertragen und kaum noch Unterschiede haben, es eben jahrzehntelang wirklich so bequem hatten, und nachher schön zusammen in eine Kneipe gegangen sind und sich wieder auf die Schenkel geklopft haben, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir es denen mal wieder schön vorgespielt, das Kasperletheater. Ja, das klappt jetzt nicht mehr so ganz. Und ich kann da nur zu aufrufen, Leute, guckt euch die an, guckt euch auch mal ein paar Reden an, wie sind die drauf, haben die gute Argumente, haben die auch Fachkenntnis oder werden da Leute eingesetzt wie, was ich, von der Leyen, die überhaupt keine Materie, Bundeswehr und sowas kennt oder auch in anderen Ministerien, ist ja ein Witz, ja, was für inkompetente Leute da rumhampeln, eine reine Schande für jedes Volk. Und ja, die würden für mich schon ausfallen, nicht? Also es muss eine Sachkompetenz da sein, sei es jetzt in wirtschaftlichen Dingen oder in Finanzdingen. Da kann man nicht mit irgendwelchen Leuten, die sich ihren Doktortitel gekauft haben, womöglich, oder von vornherein keine Ahnung hatten, nicht? Auf dem freien Arbeitsmarkt wahrscheinlich gar keine Anstellung finden würden. So ein Volk tanzt da herum. Es gibt kompetente Leute im Bundestag noch, aber es gibt auch eine Menge Pfeifen, die da eigentlich gar nicht Dienst tun dürften auf unsere Kosten. Gut, also das jetzt nochmal abschließend vielleicht zu den Wahlen generell. Ja. Jetzt kommt ja hier noch ein Punkt bei mir auf dem Zettel, zumindest die neuen Rechten, Orbán, Salvini, ne, AfD, FPÖ. Was wird sich Okay. ändern?
Wollen wir da Genau. nochmal drauf eingehen? Bitte, ja. Ja, wolltest du da schon was zu sagen oder soll ich da was zu sagen? Oder? Naja, als Einleitung vielleicht, ich sehe das persönlich als patriotische Strömungen, die für Staatssouveränität eintreten, daher der Grenzschutz, und die sind natürlich im krassen Widerspruch zu den Globalisten, die ja keine Nationalstaaten brauchen. Das heißt, wo verwirklichte Staatssouveränität ist, kann kein Globalismus sein, wo verwirklichter Globalismus ist, kann keine Staatssouveränität sein. Das hat im gleichen Raum keinen Platz. Ja, richtig. Also ich selber sehe es ja auch so, also ne, was also damals auch de Gaulle und die ersten Bundeskanzler hier eben befürwortet haben, also schon eigenständige Völker mit Kooperation, mit Warenaustausch, mit Meinungsaustausch, auch mit Schüleraustausch, alles was dazugehört. Verbrüderung der Völker habe ich gar nichts dagegen, aber eben nicht diesen, ja, wie soll man es mal sagen, diesen Moloch, den man jetzt da vor der Nase hat mit der EU, die mit einem Parlament, was nur Vorschlagsrecht hat und in den Kommissionen, bei den Kommissaren, ich meine, das klingt ja schon ganz toll nach Kommunismus, wird entschieden. Die haben ja auch ein ganz linkes Vorleben, die meisten Kommissare da. Und die keine Rücksicht auf die Völker und auf die Traditionen und auf die Kulturen nehmen, ja, sondern alles gleich machen wollen. Und es ist nun mal nicht alles gleich. Und deswegen kommt ja dieser ganze Wahnsinn. Den Schülern wird das ja eingetrichtert. Also es gibt ja keine Völker mehr. Es gibt ja auch kein Männchen und kein Weibchen mehr. Es gibt jetzt ja 60 verschiedene Sexualitäten oder Identitäten. Und das ist ja ein dermaßen großer Wahnsinn, nach meiner Ansicht auf jeden Fall, die man den kleinen Menschen, Kindern hier eindröhnt. Und die glauben den Mist ja teilweise auch. Und wenn die Eltern so dumm sind, ja, oder aus finanziellen Gründen dazu angewiesen sind, also die Kinder ganz früh als anderthalb- oder Zweijährige gerade in die Krippe zu gehen, dann haben sie überhaupt gar keine Beeinflussungsmöglichkeiten mehr. Ja, das ist ganz, ganz gefährlich, diese Nummer. Und jetzt komme ich mal zu den neuen Rechten. Ja, was machen die? Die haben das gemacht, was vor 20 Jahren jeder Staat gemacht hat. Der hat natürlich die Grenze geschützt. Ja, und selbst vor 10 Jahren ging es ja noch halbwegs. Aber ich denke, also seit der Wiedervereinigung sind wir ja hier vollkommen zum Abschluss freigegeben. Und Deutschland ist ja nun mal hier im Center von Europa. Und wenn die das bei uns nicht hinkriegen, dann werden sie es nirgends hinkriegen. Nicht? Und wir sind natürlich, und da muss ich nochmal hier auf die deutsche Mentalität eingehen, was ja selbst Napoleon schon gesagt hat, der Deutsche ist immer in seiner fremden Freundlichkeit so am Übertreiben, dass er alles, was von außen kommt, selbst der Feind ist dann lobenswerter und er zerfleischt sich selber gerne. Ja? Und das haben die ja auch fleißig seit 1945 gemacht, dass sie uns das Rückgrat gebrochen haben und uns quasi mit Erbschuld versehen haben, die es ja eigentlich nicht gibt, ja, aber die hier ständig gepredigt wird mit Dauerberieselung. Und die jungen Leute, die glauben dem Mist ja. Nicht? Und so bringt man dann halt die jungen Leute gegen die Eltern und gegen die Großeltern auf, ja, und so weiter. Und teile und herrsche perfekt. Mann gegen Frau und Kind gegen Eltern. Und was jetzt gerade läuft, also mit unserer tollen Bezopften, Gretel, ja, die da über CO2 hochgehypt wird. Das ist ja die Nummer, die jetzt läuft, die Greenpeace schon mal angefangen hat. Da hatten die mal so einen Jüngling, sag ich mal, der also ganz böse da reinguckte mit so einer Mütze da auf und quasi ähnlich agierte wie jetzt die Gretel. Das heißt, ein Keil treibt noch mehr zwischen die jungen Leute und die Älteren. Ihr seid schuld und wenn ihr nicht, dann haben wir keine Zukunft. Ich meine, obwohl viele von den Kids heute mehr im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer stehen haben, was auch, wenn man noch an CO2 glauben sollte, an den Schwachsinn, selber unheimlich verursacht haben. Nicht? Ich meine, gut, das Thema kann man nachher auch nochmal kurz anreißen, was das alles für eine Lüge ist, die Nummer. Ja, eigentlich machen die es richtig, nach meiner Meinung. Ich meine, Orban hat Europa auch mitgeschützt, indem er die Grenzen zugemacht hat. Salvini schützt jetzt gerade Europa vor noch mehr Einwanderern, die hier auch nichts zu suchen haben. Also jetzt wohlgemerkt, Asylanten ist okay.
Wer also nachweislich aus Kriegsgebieten kommt oder verfolgt wird aus politischen oder sonstigen Gründen oder auch sexuellen Gründen oder hier von Beschneidungen bei den Frauen da gefährdet ist oder so, müssen wir aufnehmen, sollten wir auch. Das ist aber nicht das Problem. Wir haben ja nur eine Anerkennungsquote, die liegt unter 2%, soweit ich weiß. Ja, und der Rest, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Und wir können nun mal unmöglich die ganze Welt bei uns aufnehmen. Das gibt es nicht her. Weder finanziell noch wirtschaftlich noch überhaupt. Ja, wir sind das dicht besiedelste Land hier, ja. Und wenn man sich mal Afrika anguckt, da ist ja die Besiedlung wesentlich dünner und die haben auch Bodenschätze, die haben auch Anbaumöglichkeiten. Aber durch die EU-Exportpolitik machen die natürlich oder haben schon vielfach die Bauernschaft da ziemlich kaputt gemacht, ne? Das sind natürlich Dinge, die geändert werden müssen und das wäre aber ein besserer Weg, ne? Ja, was soll man dazu sagen? Wir können uns nur freuen eigentlich. Dass es solche Staaten gibt, die da aufstehen. Und ich meine, auch Polen und die Tschechei und auch ja, die östlichen Länder lassen sich eben nicht alles gefallen. Ne? Wie also hier im Westen, mehr oder weniger bis auf Frankreich, wo jetzt ein bisschen Aufstand ist, die Leute alles schlucken. Ne? Ja, und mit den Parteien, klar, warum sind die Parteien denn entstanden? Weil wir über Jahrzehnte lang vollkommen verarscht wurden. Und ich meine, was hat Merkel denn gesagt? Ja, man kann sich nicht darauf verlassen, dass was vor der Wahl versprochen wird, nachher auch eingehalten wird. Ja, ich meine, sie sagt's ja zu Deutsch, wir belügen euch. Fertig. Ja, und die Leute wählen die immer noch. Ja, was soll es dazu sagen? Dann hat man eben seinen eigenen Schlechter gewählt, ja. Und ja, gut, also viel mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen. Ich meine, diese Parteien gehen zumindest darauf ein, auf Bürgersorgen und so weiter und verteufeln die nicht als Pack oder sonst was. Das ist ja überhaupt ein Unding, dass jemand, der also im Auftrag und bezahlt vom Volk, Teile des Volkes als Pack und sonst was da beschimpft. Diese Leute müssen einfach da weg von ihren Posten. Ja? Das ist also unmöglich, was da abgeht. Ne? Ja, Ja, okay. Trump macht ja im Grunde genommen das Gleiche, dass den Migrantenstrom, der ja genauso wie der europäische Soros gesteuert ist, das ist inzwischen ja schon klar, eindämmt. Und wenn man jetzt schaut, wo die Matrix-Medien, gegen wen die Matrix-Medien die Dauerkeule schwingen, dann sind es genau jene patriotischen Kräfte, die Staatssouveränität hochhalten und wiederherstellen wollen. Jetzt sehen wir das Problem mit den Matrix-Medien. Vielleicht ein Wort zu den Medien, zur Mediensituation. Ja, das dürfte ja wahrscheinlich euren Zuhörern breit bekannt sein. Ich meine, dass wir da also mehr Unterlassungsgeschichten, also Nichtberichterstattung oder Lückenberichterstattung leben, aber auch ganz klare Lügen und Hetze teilweise, ja. Und ja, im Grunde Diener des Mammons, ja, oder eben derjenigen, die hier das Kasperletheater veranstalten mit uns. Und das hat ja der damalige Ministerpräsident von Bayern schon gesagt, wie er so zuständig war für die Gesundheitsvorsorge, dass er vor Presse zugegeben hat, dass man, er hatte ja vor, also finanzmäßig etwas die Pharma zu beschneiden, ja, dass er zugegeben hat, das läuft schon seit Jahrzehnten so und die sind so mächtig, wir kommen da nicht gegen an. Also das ist ja im Grunde eine Offenbarungseid, der da stattfindet. So ist es halt. Und die Medien selber, klar, die verdienen ja an den Werbeeinnahmen, ja, und dessen Brot ich nehmen, ja, oder von dem ich lebe, dessen Lied ich singe, ja, und so läuft es, ne? Leider. Und deswegen hat eben, ja, muss Volk sich selber aufklären. Die Möglichkeit hat es heutzutage ja über Internet und so weiter. Aber wenn er nach wie vor sich nachrichten lässt durch die Nachrichten mit hauptsächlich Unterlassungen und Lügen und Kriegshetze teilweise sogar, dann, ja, dann ist er selber schuld. Das Dumme ist eben bloß, wenn sie zu viele verarschen lassen, dann werden auch die Schlaueren, die das wissen, mit betroffen von den ganzen Wirkungen, die da stattfinden. Ne? Und ich meine, an der Migrationsgeschichte hat man es ja gesehen, dass da also die Leute vollkommen im Dunkeln gelassen wurden und immer noch werden. Weil ich meine, wenn man jetzt auf den Wahlplakaten mal draufschreiben würde, wie viele Leute, die uns hier noch zumuten wollen, dass wir dann also von jetzt ein paar 80 Millionen Leute dann aufsteigen sollen zu, ich glaube, 274 Millionen war das, nach der EU-Studie von 2009, ne? Wie gesagt, vor dem großen Ansturm, die haben das ja alles gewusst, ja? Aber sie teilen es dem Volk eben nicht mit. Und das ist ganz klar, zumindest nahe dem Volksverrat, das muss man einfach mal so sagen, auch wenn Habeck meint von den Grünen, dass es keinen Volksverrat gibt, weil es ja auch keine Völker gibt, ne? Das ist der Oberhammer, also der hat mir noch den Rest gegeben von der
von der Besatzung bei den, oder den Grünen. Ja, gut, oder auch nicht. Ne? Ja, E-Autos, das ist ja gleich. Ich meine, CO2-Schwindel muss man ja sagen. Ich meine, ich habe also hier gerade eine neue Meldung reingekriegt, hier militärischen Nachrichten. Der CO2-Betrug ist trotz Medienpropaganda nicht mehr aufrechtzuerhalten. Über 31.000 Wissenschaftler haben sich in den USA im Global Warming Petition Projekt gegen die politische Agenda der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung zusammengeschlossen. Der wissenschaftliche Konsens, zu dem mehr als 9.000 promovierte Wissenschaftler gehören, unterstützt die Notwendigkeit von Kohlendioxid, denn CO2 ist kein gefährlicher Schadstoff, der aus der Atmosphäre entfernt werden muss, da ihn die Pflanzen zum Gedeihen brauchen. Es handelt sich um eine hochprofitable Lüge, einen Milliardenbetrug, die Klimaerwärmung durch CO2. So sieht's aus. Und dazu gehört natürlich auch das Elektroauto. Und ich bin ganz bestimmt kein Gegner vom Elektroauto. Ich bin nämlich 1987 schon mit dem Solarmobil rumgefahren, was von meinem Solardach schon gespeist wurde. Das waren kleine, leichte Nahverkehrsfahrzeuge, die also der kleinste, den ich hatte, wo man mit einer Person drin sitzen konnte und zwei kleine Kinder hinten noch reinsetzen konnte, der hat einen Energieverbrauch gehabt, umgerechnet auf Sprit, von 0,5 Liter auf 100 Kilometer. Und die größeren, die wir dann hatten, so zwei Sitzer, einer waren drei Sitzer, verbrauchten dann also 2 Liter Benzin, umgerechnet jetzt auf Strombasis. Die heutigen Schlitten, die da mit Gewichten, also speziell Tesla, von 2 bis 2,5 Tonnen durch die Gegend fahren, wovon allein die Batterie schon 500 Kilo mindestens wiegt, ja, verbrauchen, also jetzt ökobilanzmäßig, mehr wie ein Diesel. So, es wird vollkommen das Volk auch da belogen, dass man, und da kenne ich mich wirklich aus, weil wir haben sogar einen Elektrobus gehabt, ja, und ich kenne die Energiebilanzen genau, weil ich wusste, was dann an Energie reingefüttert wird per Zähler und was, wie viele Kilometer man damit fährt. Das ist dermaßen eine Verarschung. Also da läuft, können wir ja nur kurz anreißen aufgrund der Zeit hier, im Grunde eine Wirtschaftsvernichtung großen Stils, und zwar nicht nur im Automobilsektor, aber dadurch trifft man Deutschland natürlich am meisten, sondern in fast allen Ebenen. Ja. Und da werden solche Lügen und Hoffnungen geweckt, die also durch nichts zu erfüllen sind. Weder stehen die Kapazitäten bereit, noch ist die Infrastruktur vorhanden. Und wenn auch nur 10% Elektroautos jetzt auf der Straße kommen und die anderen in die Schrottpresse kommen, dann ist es so, dass man das überhaupt gar nicht energietechnisch lösen kann. Weil die haben jetzt Ladestationen bei Tesla von 350 Kilowatt, 350.000 Watt, ja, pro Stunde, ja, also an Kilowattstunden dann. Das zieht, lutscht so viel Energie aus dem Netz, da müsste man riesen Querschnitte an Kabel verlegen oder man müsste Hochspannungsleitungen hinlegen an jede Tankstelle. Ja? Weil wenn da 10 Autos stehen, dann müssen wir vorstellen, das sind dann 3,5 Megawatt, also Millionen Watt. So, gar nicht realisierbar. Dann kommt dazu, was verschwiegen wird. Die Batterien, wenn es schön kalt wird, geben nur noch einen Bruchteil dessen wieder, was sie bei Wärme wiedergeben. Das weiß eigentlich schon jeder. Ne? Und bloß die Leute merken es dann etwas zu spät, wenn dann gab es neulich auch so einen Test wieder, wo dann die Kiste, die 400 Kilometer fahren sollte, nur noch 240 Kilometer weit kam. Ne? Da reicht nämlich eine schöne kalte Nacht dann. Also da sind so viele Dinge, die da vorgelogen werden. Und dann wird eben, der Strom wird gar nicht bewertet, der reingeht. Es wird so getan, als wenn das alles Ökostrom wäre. Ist ja absoluter Schwachsinn. Der Strommix, der hier in der BRD herrscht, und da kann ich mich richtig gut aus, ja, im Energiebereich, das sind 30% Strom, der von der Primärenergie überbleibt. Ja? Das heißt also 70% der Energie, ja, teilweise sogar 75%, werden in die Umwelt entlassen, per Kühlturm oder in die Flüsse geleitet, so, also weggeschmissen, ja, und natürlich gibt es da vernünftigere Konzepte, ne, ich meine, die DDR war da sogar fortschrittlich, obwohl das nicht schön aussah mit den oberirdisch verlegten Fernwärmeleitungen, aber da wurde wenigstens ein Großteil der Wärme für Heizung benutzt und für Prozesswärme für Industrie und so, also das hat ja der Westen schon immer weggeschmissen, weil eben, ach, das Öl ja so billig war, ja. Ja, so sieht's halt aus. Wir werden an jeder Hinsicht verarscht, ja. Und ja, und das endet eben dahin. Im Grunde soll die Einzelmobilität total weg, ja. Die haben im Endeffekt haben sie ja vor, das flache Land vollkommen zu entvölkern. Den Rest der Leute, die übrig bleiben, Kissinger hat ja gesagt, die das überleben werden, für die wird's besser werden. Ja, das kann schon sein. Nicht bloß, wer spricht das Urteil für die Leute, die da nicht überleben werden? Ne? Also das ist alles so krass. Ja, lasst euch nicht verarschen, sage ich mal so. Ne? Aber wir können ja dann nochmal für einen Ausblick mal gucken. Ja, gut.
Manipulation der Mainstream-Medien. Ich denke also, die Zuhörer von hier dürfen da schon vieles durchblickt haben. Da brauchen wir vielleicht nicht mehr so viel drauf eingehen, auf die Nummer. Wobei natürlich jeder Zettelverteilaktionist auch schon viel wert ist, weil es gibt immer noch Leute, die sind nicht internetmäßig drauf, ne? Oder gucken da nur irgendwelche Videos und kriegen gar nicht mit, was so läuft. Insofern sind so Zettel, die man mal verteilt, gar nicht schlecht, vielleicht auch mal selbst erstellt, dass man ein paar gute Links drauf schreibt und ein paar gute Texte. Da kann man schon manchmal Leute mit aufwecken. Also ich habe da schon festgestellt, es gibt eine Menge Leute, die haben zwar Internet, aber entweder gucken sie nur ihren einen Lieblingskanal da oder was der Himmel, was sie da gucken. Aber sie kommen da nicht auf Dinge, die sie wirklich berühren, sowohl geldlich als auch gesundheitlich. Also da vielleicht nochmal auch eine Aufforderung, aktiv zu werden. Ja gut, auf der rechten Ebene ist es schon richtig. Vielleicht, ja, vielleicht kannst du ja nochmal sehen. Also du musst ja mal sehen, jetzt, dass wir mit der Zeit dann auch klarkommen. Aus dem Publikum wollen ja vielleicht auch noch ein paar Leute mal was fragen oder so. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt hier plant. Ja, wer vom Publikum mitsprechen möchte, bitte kommt in den Warteraum. Mit dann bringen wir rein für eure Fragen. Ist der Jenne da? Ja, hallo. Schönen guten Abend zusammen. Und freue mich, dass ich hier bin und diese tollen Sachen von Werner höre. Hallo Werner. Und ich wollte die ganze Zeit mal auch eine Lösung sagen. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, mal dahin zu gehen. Und die meisten, die da sitzen in den Behörden, die wissen ja gar nicht, was sie tun. Und genau das ist mir in den letzten Zeiten sehr oft passiert. Ich konfrontiere die mit Tatsachen und die wissen das alles gar nicht. Und dann sind das noch die Höchsten hier, die das meinen, das Sagen zu haben. Und dann habe ich den damit konfrontiert. Du, sag mal, du bist da, du sitzt da doch, du bist von uns gewählt. Und du bist da, um unsere Interessen zu vertreten. Und nicht all diese komischen Sachen, eure Interessen zu vertreten. Und da guckte der mich mit großen Augen an und sagte, ja, das stimmt. Ich sage, warum passieren hier solche Sachen? Warum wird hier von Engerhavel bis hinter Aurich die Gebiete freigegeben zu Fracking? Oder in der Ems jetzt gerade wieder die Erhöhung von 1,75 auf 1,90? Wieso könnt ihr das einfach so bewilligen, ohne dass wir das eigentlich wollen und dass das schlecht ist? Ja, wieso ist das schlecht? Ja, ich sage, informierst du dich nicht, was du da machst? Ne? Die wissen das nicht. Die kennen das nicht. Wir sind ja alle in derselben Blase. Wir haben alle dieselbe Schule durchlebt. Und in dieser Blase war alles frei, das zu werden, was sie geworden sind. Vom Bauern bis zum Politiker. Ja? Aber die wissen das alles nicht. Die wissen nichts. Ja, richtig. Also, da hast du es vollkommen auf den Punkt gebracht. Ich sage das ja auch schon dauernd. Und mein positives Beispiel, ich versuche den Leuten Mut zu machen. Man kann was erreichen. Also ich fordere auch dauernd drauf, Leute, geht in die Behörden rein, stellt einfach Fragen. Selbst wenn ihr schon wisst, wie es ist, stellt Fragen und lasst euch schlau machen. Die haben die Pflicht, euch aufzuklären. Und dann merkt man nämlich, holla, die wissen es selber nicht. Und dann müssen sie sich ja damit beschäftigen. Und das ist schon der gewaltige Schritt. Weil wir werden diese Leute dringend brauchen. Weil wir werden total verloren haben, wenn es rumpelt. Wenn diese Leute noch auf ihrem niedrigen Wissensstand sind, wenn sie aber erkennen, holla, der hat ja ganz gar nicht Unrecht oder der hat mir eine Information zugänglich gemacht. Also ich habe schon Leute erlebt, sogar einen Polizisten, sogar im etwas höheren Dienst, der hat sich nachher bedankt und gesagt, das hat er alles nicht gewusst. Ja? Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, was das war. Ich will jetzt nicht Leute dann Schwierigkeiten bringen. Und selbst wenn er dich offen antreten kann, das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn er, sag mal, vor einem steht, wie der einen dann behandelt, ob der sagt, ja, indirekt hat der ja recht, der Kerl. Ne? Und einen gewissen Ermessensspielraum hat jeder in der Behörde. Und da sind auch einige, die sind schon richtig stinkig über bestimmte Sachen, die sie da ausführen müssen. Aber es sitzen eben noch viele drin, die wissen es nicht. Die halten das alles für okay. Also das ist total wichtig. Also nicht nur der Nachbar, Leute in der Bundeswehr, in der Polizei, in den Behörden, immer lieb und nett Fragen stellen und sagen, wissen Sie mal, ich habe doch das und das gehört, ist das nicht so? Oder klären Sie mich auf vom Gegenteil. Ne, immer so, vielleicht sogar ein bisschen treu doof fragen, nicht so reinmarschieren, ja, ihr seid ja alle blöd und ich erzähle euch hier was, sondern so auf die menschliche Ebene kommen. Und dann stellt man fest, ja holla, ich habe selbst bei Greenpeace Leute, die mich abgeführt haben, wenn wir so Aktionen gemacht haben, da kamst du, wenn die da in der abgeführt haben, locker ins Gespräch, wenn man mit denen die auch richtig anspricht und die nicht anbrüllt, blöder Bulle und so, ja gut, dann
würde er eher meine Knüppel zücken, denke ich, ja. Also ich bin eigentlich immer ganz gut damit klargekommen. Und wir haben es sogar erreicht, also das habe ich zwar auch schon mal veröffentlicht, aber vielleicht wisst ihr das nicht. Wir haben es erreicht, dass wir unsere Pässe, also nicht nur dreimal eben den kommunalen Pass gekriegt haben, der noch in Großschreibung war. Wir haben jetzt Pässe in Rot, ja, also von der Bundesdruckerei, mit Groß- und Kleinschreibung. Das heißt, mit Familiennamen und Geburtsnamen da drinne. So. Und das wollten die natürlich erst auch nicht, aber das habe ich durchgesetzt. Und macht das mal nach, Leute. Geht da mal hin, nimmt das Passgesetz mit, da steht ja groß drin, Familienname, Geburtsname hat da drin zu stehen. Und selbst wenn ihr schon einen Pass habt, geht da mal hin und sagt, Mensch, ich habe meinen Pass mir noch nicht mal angesehen und ich habe mal ins Passgesetz geguckt, der ist ja falsch ausgestellt. Und wir sind als Bürger ja aufgefordert, jeden Fehler zu melden. Als gesetztreue Bürger. So muss man eben da auftreten. Und dann sagen, ja, also ich möchte jetzt den Pass aber bitte geändert haben mit Familien- und Geburtsnamen. Und dann legt ihr denen das Blättchen daneben, ja, vom Passgesetz. Und bei mir war das so, denn die kleine Mitarbeiterin, die wusste nicht weiter. Gut, dann kam der Chef und den habe ich dann überzeugt. Ich habe gesagt, ja bitte, sagen Sie mir mal, wie es ist. Was steht jetzt im Gesetz? Hat sich da was geändert? Nee, steht immer noch so drin. Ja, dann lass uns das auch so ausfüllen. Er ist auch runtermarschiert und hat also für einen Kumpel von mir und meine Frau und ich, haben wir jetzt Pässe mit Groß- und Kleinschreibung. So bitte. Und so muss es sein. Weil in Großschreibung, also alle Buchstaben groß, ja, seid ihr eine Sache. Ne? So, das nur mal so nebenbei. Das kann man hinkriegen. Und wenn das natürlich jetzt irgendwie einer ist, der gar nicht mit sich ringen lässt, aber ich sag mal so, wie man reintönt in den Wald, so kommt es auch zurück, wenn man vernünftig mit den Leuten umgeht und die nicht alle als Feinde sieht, weil das sind nicht alles Feinde, dann kommt man meistens auch ein Stückchen weiter. Aber wie gesagt, nimmt so eine Unterlage mit, weil sonst kann es sein, dass ihr sagt, nö, das stimmt nicht, habe ich noch nie was erzählen sollen, mir denn da, nö, hier bitte, das Gesetz ist so. Oder wenn Sie meinen, dass es nicht so ist, dann gucken Sie mal rein, hat es eine neue Verwaltungsvorschrift gegeben und hat so eine Gesetzesänderung gegeben, dann zeigen Sie mir die eben. So bin ich immer durchgekommen. Ich gesagt, dann drucken Sie mir das mal eben aus, ich lasse mich gerne von Ihnen belehren. Ja, und dann marschierte der zum Chef, kam wieder, ne, teilweise mit einem roten Korb, und ja, war so. Ich habe schon mal durchgesetzt, dass einer hatte mir schon einen vorläufigen Pass ausgestellt für 5 Tage, ja, für Oslo. Ich gesagt, nee, das nicht, hier 12 Monate möchte ich da drin stehen haben. Zeigen Sie mir die Verwaltungsvorschrift, dass das nicht so ist. Ja, bitte, hat er gemacht, kann er einen alten wegschmeißen. Also das geht, es geht, Leute. Also lasst euch ein bisschen mutig machen. Und je mehr man da übt, desto sicherer wird man auch und stellt fest, das sind keine Götter da oben. Was heißt, oben sind die sowieso nicht. Die sind, und ich habe einem auch mal gesagt, Leute, was ihr hier macht, ja, ich habe einem mal gesagt, also zum Beispiel, wo habt ihr denn jetzt das und das her, dass ihr das und das nicht mehr ausstellen sollt? Ja, die Rechtsabteilung hat uns das gesagt. Ich gesagt, habt ihr das schriftlich? Nein. Ich gesagt, ja gut, dann seid ihr jetzt die Gearschten. Ich habe nicht Gearschten gesagt, dann seid ihr aber die Letzten, weil, wie gesagt, die Mauerschützen sind verurteilt worden, die konnten nichts Schriftliches vorlegen, dass sie den Befehl gekriegt haben, Menschen zu erschießen an der Grenze. Bums. Dann waren die Arschkarte hatten. Und so muss man das machen. Und es gibt ja dieses Remonstrationsrecht, dass der sogenannte Beamte beim Vorgesetzten reklamieren muss, wenn irgendwas nicht stimmt. Und dann hat er die Verantwortung nach oben weiter delegiert. Und das Ideale ist immer ein weiter, bis es ganz nach oben kommt. Und der da oben, wer weiß Bescheid. Und die sagen dann schon, ja, ist okay, lassen Sie den Bürger da mal gewähren, weil die wollen nicht in der Haftung kommen, weil das ist alles immer eine Haftungsfrage. Also das mal so als Tipp und zur Ermutigung, man kann, und wenn viele kleine Leute genau das machen, dann haben wir unsere Rechte. Wer die Rechte nicht einklagt oder sagen wir mal nicht anspricht zumindest, wird sie auch nicht bekommen. So sieht's aus. Ja. Ja. Was ja, die Lisa Vizak gesungen hat, ne? Bitte? Was die Lisa Fietz auch ganz klar in ihrem Lied ausgedrückt hat. Ja, genau. Deswegen habe ich die auch ausgesucht, weil das passt ja, das passt super. Und zum Glück haben wir solche Künstler, ja, die auch, schreibt denen ruhig mal ein Lob oder macht ein Like drunter, wenn ihr deren Video anguckt oder so. Weil die brauchen auch Zuspruch. Die kriegen Feuer, wenn die solche Sachen machen. Das hat auch finanzielle Auswirkungen, da könnt ihr ganz sicher sein. Diese mutigen Leute oder auch hier der Maaßen, ne, schreibt dem Brief, ja. Oder wie das irgendwie machen können. Also die müssen den Rücken gestärkt kriegen, weil wenn die merken, dass sie nur Prügel kriegen, aber keinen Zuspruch, ja, also Dauermasochisten sind das auch nicht, ne? Also das ist ganz wichtig, Leute auch zu ermutigen, auch wenn die im Amt sind oder so, die auch mal zu loben, sagen, das ist aber nett, dass sie mich so schön beraten haben und so. Oder ja, mal ein bisschen wieder die menschliche Ebene, weil im Grunde geht es immer von Mensch zu Mensch und von Auge zu Auge, wenn man was erreichen will, ja?
Und wenn jetzt einer da, wir haben das auch in Oldenburg erlebt, welche reinmarschieren und gleich die auf die Kacke hauen, da, die BRD existiert sowieso nicht und bla bla bla, ja, dann fliegst du da hochkantig raus und der Nächste, der kommt, hat auch keine Chancen mehr, haben wir hier erlebt, ne? Also hier beim Staatsangehörigkeitsausweis, dann haben die da so eine Grundsatzentscheidung getroffen von höherer Stelle und seitdem war hier Feierabend, ja, also das ist immer ganz übel, wenn da Leute so auftreten. Ja, darf ich noch mal kurz? Bitte. Also es ist eigentlich ganz einfach, wenn man der Lüge die Wahrheit gegenüberstellt, dann bleibt der Lüge gar nichts übrig, als ne, zu platzen, diese Seifenblase. Und wenn man das dann auch mit, so wie du das gerade schon sagtest, mit Ruhe und Kontenance macht und auf Augenhöhe mit denen geht, dann sehen die das selber sofort, wie du das gerade schon gesagt hast. Dann gehen die vielleicht noch hin und gucken sich gerade die Rechtslage an. Ja, und dann sind sie selber dafür verantwortlich, für den Bockmist, den sie da machen. Und dann werden sie ganz klein. Und ja. Ja, richtig. Ich meine, die brauchen sollte, noch nicht mal... Sollte so sein, dass sie klein werden. Aber ich habe gehört, dass sie das hören, aber denen ist das egal. Und solange das Volk nicht aufwacht, wird sich nichts ändern. Das waren Aussagen von verschiedenen Politikern, die ich jetzt machen durfte. Ja, natürlich gibt es auch solche. Wir haben ja auch Hardcore-Leute erlebt von der Verwaltung, wo selbst ich nicht weiterkam. Ja, ist klar. Ja, die fühlen sich dann sowas von mächtig. Und dann spielen sie eben, sie haben ja auch eine gewisse Macht, eben aus. Ne? Aber man kann auch da, das ist natürlich auch sehr mühsam, zumindest versuchen, eine Lücke zu finden oder dann eben eine Stufe höher zum Vorgesetzten oder sonst wie. Und also es gibt da wirklich ermutigende Sachen. Bloß viele machen nicht den Versuch. Die lassen sich gleich abschrecken und nach Hause schicken. Man kann auch ruhig dann erstmal nach Hause gehen, sich überlegen, okay, wie kann ich argumentativ da besser auftreten oder bringe eben ein paar Dokumente mit oder jemanden, der selber ein bisschen rechtskundiger ist. Versuchen. Versuch macht klug und nicht sich gleich beim ersten, das ist eben schade so, wenn man da hinmarschiert und sagen wir nicht gleich zum Erfolg kommt. Man muss immer auch damit rechnen, gut, es kann schief gehen oder es kann halbe ausgehen. Wer da reinmarschiert und denkt, ich gewinne jetzt sowieso, ja, das dann ist man auch enttäuscht, wenn es nicht läuft. Ne? Also ich sage immer, okay, war eine Erfahrung wert, bei dem kam ich nicht klar, gut, probierst es woanders. Ne? Also wir haben zum Beispiel Leuten gesagt, wenn es denn gar nicht in einer bestimmten Behörde geht, dann müsst ihr euch ummelden in eine andere Stadt kurzzeitig, ja, als Untermieter oder sonst wie oder beim Freund und geht dann in eine andere Behörde rein. Und manchmal klappt es da, haben wir erlebt. Ja. Also es liegt viel an den Menschen da. Wenn dann natürlich so ein Hardcore-Typ sitzt, dann hast du Pech gehabt. Ne? Und also mir haben sie jetzt auch dann die Zähne irgendwann gezeigt, weil ich bin ja, die kannten mich ja da schon und haben sie irgendwann gesagt, nee, also weiter geht's jetzt nicht, ja. Und jetzt haben sie halt blockiert in bestimmten Punkten. Ne? Aber ja. Gut, naja. Ist halt so. Das ist wie Laufen lernen, ne? Das eine Mal klappt's nicht, weil man es vielleicht auch noch an der falschen Seite angegangen ist, aber dann erkennt man das und auf der anderen Seite, wenn man dann links rumgeht, dann funktioniert es dann auf einmal. Ja, genau. So ist das. Und das ist wie im Leben, genau wie du sagst, ein kleines Kind, das steht ja auch wieder auf. Tut mal ein bisschen weh oder eckt hier an, ja gut, dann versuchen wir klug nochmal. Und der Mensch lernt nur durch Schmerzen am besten, das ist so. Ob das Gelddinge sind, ob das jetzt persönliche Dinge sind, wenn es nicht irgendwann richtig wehtut. Also ich habe eine Einstellung, der Schmerz hat sich gelohnt, der hat mich gestärkt. Ich weiß jetzt, wo es wehtut, wie kann ich der Sache entweder ausweichen oder wie kann ich mich fitter machen. Also ich kann da wirklich nur Mut machen. Ich erzähle euch ja kein Cool. Ich habe das alles ausprobiert, ja. Und ich sage auch, bei manchen Sachen bin ich auch gescheitert. Ich bin auch kein Heiliger da, der da alles schafft. Aber ich versuche halt und ich versuche hier und da und gib auch nicht gleich locker. Ne? Ja, mit dem Ausweis hatten wir genau dasselbe. Ne? Wir wollten keinen Personalausweis mehr. Und dann sagten sie, nee, jeder muss einen Personalausweis haben, den musst du haben. Ja, wo steht das? Und, ja, oder ein Pass. Ja, ne? Und dann haben wir es dann halt auch über einen Reisepass gemacht und hab gesagt, wieso, wenn ich für anderes einen Personalausweis brauche, dann kann ich mir einen vorläufigen holen. Ja, aber den musst du ja dann bezahlen. Ja, dann ja, macht ja nichts. Ne? Dann bezahle ich die 6 € und hab dann meinen vorläufigen und kann das erledigen, was ich da dann mit erledigen muss. Aber ich brauche keinen Personalausweis. Naja, das steht ja sogar drin in dem Anschreiben, wenn man, also sagen wir mal, das Datum da verpennt hat, dann steht ja drin, Sie wissen ja, dass Sie einen Personalausweis haben müssen, aber da drunter steht, dann sollten Sie aber einen Pass haben, dann brauchen Sie das nicht. Also das steht ja bei den Jungs sogar drin. Das ist ja auch nicht weiter schwierig. Ne? Bei dem Vorläufigen, das ist schwieriger, da haben die eine Anweisung, den nicht mehr rauszurücken ohne triftige Begründung.
Da muss man halt eine Einladung aus einem Nicht-EU-Land vorweisen und dafür braucht man halt einen Pass. Und dann muss man da eben kurzfristig hingehen, am Freitag oder so, wo die gar nicht mehr das so schnell auf die Reihe kriegen können. Und dann müssen die einem das Ding auch geben. Ja, aber ich habe das. Ja, aber es reicht eine einfache Begründung. Den brauche ich da und dafür. Ah, okay. Naja, das reicht heute nicht mehr. Also in der Regel ist es so, dass sie wirklich also ziemlichen Aufstand machen, wenn du nicht entweder einen Flugschein oder sonst was vorweist oder zumindest eine schriftliche Einladung vom Bekannten oder sonst wie. Die haben jetzt gerade Geburtstag oder sonst wo, haben dich eingeladen. Sag hier, ich muss da jetzt unbedingt hin, ich fahre da mit dem Auto hin. Aber was weiß ich, hier Norwegen geht, Russland geht, Schweiz geht auch, also EU-Länder geht nicht, ne? Ist klar, ne? Ah, okay, ja, so weit bin ich da noch nicht mitgegangen, aber ne, es ging jetzt um die Kleinigkeit jetzt nur, so was man hier braucht, ne, wo man sich aufhält. Ja, ist klar. Ja, sie suggerieren, dass man Perso braucht, weil der Perso ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil ihr unterschreibt verdeckte Verträge damit, das sagen die uns auch nicht, ja, und sie arbeiten dann damit mit den verdeckten Verträgen, mit unserem, ja, wie soll man mal sagen, mit den geldlichen Möglichkeiten, die man damit machen kann, ja. Naja, ich bin ja mittlerweile ganz anders unterwegs. Ich bin ja autochthon indigener Germane und dementsprechend habe ich natürlich keinen Bundespersonalausweis oder Reisepass, weil diese Dokumente ungeeignet sind, meine tatsächliche Abstammung und meine Ethnie zu definieren. Und somit bin ich mit dem Indigenausweis unterwegs. Ein Freund von mir, der fährt damit regelmäßig in die Schweiz. Natürlich kommt ihm da zugute, dass das Schengen-Abkommen eigentlich durch das Schengen-Abkommen keine Passkontrollen mehr sind. Aber dennoch hat er nur noch den Indigenausweis. Ich hatte mal kurz einen vorläufigen Reisepass. Das habe ich aber dann nur gemacht, weil ich da jemanden im Gefängnis besuchen wollte und die was anderes nicht akzeptiert haben. Mittlerweile ist das Ding auch schon wieder 3 Jahre abgelaufen. Und ich hole mir von diesen scheiß Ausweisen wirklich nichts mehr. Außer ich muss wirklich irgendwo hin ins Ausland, wo sie nichts anderes akzeptieren. Aber ich lehne es einfach ab, weil es nicht meiner Identität entspricht. Ich bin nicht Bundespersonal und ich bin nicht Deutsch. Deutsch ist eine Sprache und auch kein Land, weil es gibt kein Land mit Deutsch. Dementsprechend ist es überhaupt nicht geeignet, meine Abstammung zu darzustellen. Oder entspricht überhaupt nicht meiner Identität. Das ist mir eigentlich wichtig. Und letztendlich, wenn das mehr machen würden, so bockbeinig und stur, sich hier hinzustellen und sagen, das ist so und das, was ihr hier ausgibt, das ist überhaupt nicht geeignet, um das, was ich bin, darzustellen. Somit entspricht es nicht meiner Identität, meiner Selbstidentifikation, meinem Self-Determination Right, das, wo jeder Mensch hat. Und somit ist es einfach obsolet, kann ich darauf verzichten, brauche ich nicht. Und wenn es mehr davon gäbe, dann wären wir schon viel weiter. Ja, die Frage für mich ist jetzt bloß die, wie gehst du damit um? Also normalerweise kriegst du dann ja eine Abmahnung, du zahlst dann 126 Euro, wir haben das ja alles hinter uns, ja, vom Gericht. Wenn du die nicht zahlst, kommen sie an, wollen sie Offenbarungseid haben, ja, wollen sie bei mir auch schon mal haben, ja. Bei uns erschienen sie dann mit 6 Polizisten, ja, und so. Was ist dir denn passiert? Haben die das einfach so geschluckt, oder wie? Das schlucken die. Ja, das schlucken die schon. Sicher, also letztens war ich vor Gericht wegen meiner Scheidung. Meine Ex-Frau will sich endlich scheiden lassen. Gott sei Dank muss ich den Scheiß nicht zahlen. Dann war ich vor Gericht. Dann sagt sie zu mir, die Richterin, haben Sie einen Personalausweis? Sag ich, nein, ich habe keinen Personalausweis, weil ich bin kein Bundespersonal. Hier habe ich meinen Indigenausweis. Da habe ich hier meinen Indigenausweis hingelegt. Dann hat sie das da durchgelesen. Und dann sagt sie, ja, dann nehme ich das so auf. Dann sage ich, ja, hier steht alles drauf, was ich bin, mit was ich mich identifiziere. Ja, okay, alles klar, dann hat es mir wieder gegeben und fertig. Und da kam überhaupt gar nichts. Wenn du sagst, das ist dein Self, dein Definitionsrecht, du hast ein Self-Determination-Recht, right. So steht es in den UN-Resolutionen drin. Mag jemand von der UN halten, was man will. Die haben tolle Resolutionen gemacht bezüglich indigener Völker und der Rechte derselben. Und wenn man das mal erkannt hat und sich darauf beruft, dann kommen sie eigentlich auch nicht mehr dran vorbei, weil diese Dokumente, die sie ausstellen, die sind einfach auf gut Deutsch für den Arsch. Die kannst du dir, die entsprechen nicht dem, was du bist. Und ja, die akzeptieren das, ohne weiteres. Ja, das ist schon recht, aber ich würde da vorsichtig sein, das so darzustellen, dass wenn das überall klappt, dann musst du nach Oldenburg kommen. Das sagen die dir eiskalt, ja? Klagen sie doch.
Ja, wir geben ihnen das nicht, fertig. Ja? Und dann machen die dir Schwierigkeiten ohne Ende. Also ich habe hier wirklich einige Erfahrungen hinter mir. Also das würde mich sehr wundern. Also ich meine, frage mal eben, ist bei dir irgendwas an Geld zu holen oder nicht? Ja, die Person hat natürlich nichts mehr. Ja, bitte, das ist natürlich, musst du dazu sagen, weil wer jetzt was hat, Haus oder Hof oder sonst was, die fänden da rein. Denn, ne, ich meine, wir haben ja alles ja abgekaspert, wir haben ja dann auch hier Kontosperre, also quasi hier, dass sie nicht ans Konto rankommen und so, und die fänden da sofort ins Haus oder in sonst was rein. Ja, wir haben Leute erlebt, die haben denen das Haus zwangsversteigert, weil die gesagt haben, ja, ich bin im Recht, gut, die waren auch im Recht, aber Macht bricht Recht. So, und deswegen sehr vorsichtig, wenn du das so darstellst, die Leute, die schickst du teilweise ins Messer. Deswegen frage ich immer, ist da was zu holen? Leute, die einen Offenbarungseid haben oder so, klar, da können die nichts holen, dann machen die auch nichts. Weil es geht ja nur um Geld im Grunde. Wo die nichts holen können, ist denen das scheißegal. So, aber wo was zu holen ist, die holen dir das Auto ab oder sonst was, ja. Also da kennen die gar nichts, ne? Also das da, vorsichtig, ne? Also Leute, wenn ihr sowas hört, fragt immer nach. Derjenige, der es durchgekriegt hat, klar, wenn die da nicht rankommen, irgendwie ans Geld oder an irgendwelche Wertgegenstände, ja gut, dann haben die auch kein Interesse mehr. Ja, Das das muss man. setzt natürlich schon voraus, dass man sich hier diesbezüglich etwas absichert. Das ist, das sage ich immer voraus. Also gerade wenn man sich mit diesen ganzen Kameraden anlegt, man muss das so gestalten, dass die eben nicht mehr hinkommen. Entweder es gehört jemandem anders oder es gehört einem Verein oder sonst irgendwas. Solange die meinen, man hat selber noch irgendwie Geld auf dem Konto und man könnte da was holen, könnte es sein, dass sie unangenehm werden. Ja, das könnte nicht sein, das ist so. Ne? Also gut, sag's demnächst dazu, ne? Dass Leute, die dann ähnlich sich abgesichert haben, die können das Ding so durchziehen, die werden auch höchstwahrscheinlich Erfolg haben. Ganz sicher ist es auch nicht, aber die haben gute Chancen. Aber da, wer sag mal, sein Einfamilienhäuschen hat und hat das noch nicht bezahlt richtig oder was weiß ich, irgendwie abhängig ist, oder die fänden dir einen Lohn rein, ja. Also, was machst du denn? Bist du selbstständig oder wie machst du das? Ja, ich habe das mittlerweile so gelebt, dass ich gelegt, dass ich nur noch von Spenden lebe. Ja Und gut, aber so, dann, ja, ja, okay. somit kommen sie natürlich überhaupt. Also ich bin sowas von unverständlich für diese Kameraden, dass sie damit nichts anzufangen wissen. Und sie begreifen es auch nicht, wie jemand überhaupt so leben kann. Also ich muss aber sagen, ich lebe sehr gut. Und mir fehlt es auch an nichts. Aber dennoch Ja. ist es wirklich wichtig, dass man sich vorher da ein bisschen Gedanken macht, wie man das Ganze am besten regelt. Ja, okay. Bloß wie gesagt, dann bitte tu mir den Gefallen und verkauf's nicht so, als wenn das für jeden gültig wäre. Weil manche können das nicht. Wenn einer so mal Familienvater mit drei Kindern und Häuschen oder so, das ist ein echtes Problem, ne? Da musst du also wirklich, also, oder sag mal Arbeitnehmer, was willst du da machen? Die fänden ihren Lohn rein, fertig, ja. Und wenn die das ein paar Mal gemacht haben, dann ist der Arbeitgeber auch nicht mehr so sehr gewogen, ja. Und da kriegst du solche Schwierigkeiten, das ist nicht für jeden machbar. Das muss man fairerweise sagen. Herzlichen Glückwunsch, dass du das so hingekriegt hast. Ich kenne auch jemanden, der hat das auch so hingekriegt, aber der ist eben auch Single und hat keine Kinder und dies und das. Und dann kann man das hinkriegen, ne? Aber sonst ist das unendlich schwer, ne? Also das Ja, muss man leider dazu sagen. Ne? das scheint auch eine Lösung für einzelne Spezialfälle zu sein, die wir müssen aber auch an die Veränderung der Gesellschaft denken, und da gefällt mir das sehr gut, was du gesagt hast, Werner, dass man vor allem mit den Menschen, die in der Verwaltung sitzen, Kontakt aufnehmen sollte und muss. Ich habe das mehrfach gemacht auch. Und habe dort sicher einen Eindruck hinterlassen, obwohl das nicht eine direkte Wirkung gehabt hat. Gut, wir sind jetzt über der Zeit schon. Ich würde Werner bitten, ein paar Abschlussworte zu sagen, und bedanke mich vorerst vielmals dafür, dass du so viel Zeit zur Verfügung gestellt hast. Du hast mehrfach angesprochen, dass wir eigene Sendungen brauchen würden für gewisse Themen. Dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Danke auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt live dabei waren und auch die später nachhören werden. Die Sendung kommt ins Archiv. Ja, und damit übergebe ich dir das Schlusswort und dann kommt das Abschlusslied. Ja, danke. Auch nochmal an euch und auch ein Lob, dass ihr das so lange schon gemacht habt. Ihr habt ja bestimmt eine Menge Leute schon erreicht und aufgeklärt über verschiedenste Themen. Das ist ja auch ganz wichtig. Und ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich größtenteils ehrenamtlich bei euch. Und ja, da auch danke nochmal für die Zeit und das Engagement.
Ja, ich sage, die meisten Leute, die werden, das wird gar nicht so anerkannt, was man da macht, höchstwahrscheinlich. Ja, ja, vielleicht auch nochmal zur mentalen Stärkung. Also ich kann ja nur von mir jetzt ausgehen. Also ich habe das eben gelernt, also irgendwann immer mehr Selbstvertrauen zu kriegen und das eben, ja, durch Übung. Ne? Übung macht den Meister und das in jeglicher Hinsicht. Und es sind nicht alle Leute böse, auch, wie gesagt, Polizisten sind meistens sowieso schon, die haben meistens schon eine innere Kündigung gegenüber diesem Staatsgebilde, diesem komischen in der Tasche, weil sie Dinge machen müssen, die sie also A, gar nicht so gelernt haben, die also offene Rechtsbrüche beinhalten. Ja. Wenn man natürlich jetzt mit so einer Sondertruppe zu tun hat, die dann besonders geschult sind oder besonders komisch drauf sind, dann hat man auch da also selbst mit besten Rechtsmitteln gar keine Karten mehr. Das muss ich also auch gestehen. Und wir sind ja auch also schon gescheitert. Teilweise will ich jetzt nicht alles ausbreiten. Aber ganz wichtig ist, Selbstvertrauen zu gewinnen, das einzuüben, auf die menschliche Ebene zu kommen, egal wie man da gegenüber hat, und erstmal den für gutwillig zu halten. Wenn sich das anders dann rausstellt, okay, ist auch ein Erfahrungswert, aber ganz, ganz übel geht's ab, wenn man von vornherein mit der inneren Einstellung oder mit einem bösen Gesicht da vor einem steht, dann hat der andere auch nicht die großen Nerven, mit einem freundlich umzugehen. Das ist einfach so. Und ja, wie gesagt, mentale Kräfte stärken, zur Ruhe kommen, sich mit der Natur verbinden ist ganz wichtig. Mal den ganzen PC-Kram links liegen lassen. Wir machen das regelmäßig, dass wir mal ein, zwei Tage gar nicht die Dinger anfassen. Und ja, was tun? Vielleicht einen Schrebergarten aufmachen oder sich Leuten anschließen, die einen Bauernhof haben oder hier mal helfen, da mal helfen. Mit Kooperation kann man sehr viel machen. An der einen Hand wäscht die andere. Die Ostler, die kennen das ja gut durch die Notwirtschaft. Mangelwirtschaft war man sowieso auf Leute angewiesen, das hat natürlich zusammengeschweißt. Daraus haben allerdings unsere Gegner, also unsere Führungskräfte, ja auch gelernt, weil das irgendwie das schlechtere Ding war. Und insofern haben sie gesagt, okay, die Verarschung klappt besser im westlichen System, was nicht so durchschaubar war mit Freund, Feind und so. Und wenn die Leute im Überfluss leben, vereinzeln sie auch, weil jeder kann sich ja alles im nächsten Laden holen oder per Internet bestellen. Und wenn ich Mangelwirtschaft habe, dann muss ich kooperieren. Dann muss ich sehen, oh, wo kriege ich das hergetauscht und der kann mir vielleicht eine Schraube drehen und dies und das. Also das ist, insofern haben die Ostler uns das im Menschlichen und im Kooperativen voraus. Ne? Vielleicht kann man da wieder was dazulernen, weil wir werden wahrscheinlich demnächst in eine Zeit kommen, wo das wieder sehr, sehr nötig sein wird, zu kooperieren. Also auch macht man Verbindungen mit Bauern, ja, wo ihr mal Lebensmittel kriegen könnt. Das kann sich heute vielleicht noch sehr viele nicht vorstellen. Sehr viele Leute, dass es mal auch zu einer Essensnot kommen kann oder einer Brennstoffnot und diese ganzen Dinge. Also ein bisschen Bevorratung ist ganz wichtig. Da gibt es sehr gute Seiten auch. Ich habe selbst auch einen Vortrag schon mal gehalten für Autarkie und Vorsorge. Ich war übrigens auch beim Katastrophenschutzdienst, anstatt zur Bundeswehr zu gehen. Das fand ich sinnvoller. Ja, macht euch schlau, übt es ein. Ja, sammelt ein paar Gleichgesinnte um euch. Ja, aktiv versuchen, dann vielleicht auch mal eine Kleinanzeige schalten. Ne? Wer hat Interesse an den und den Themen, über Gesundheit oder über, ja, über alles Mögliche, über Tiere. Es gibt so viele Anknüpfungsmöglichkeiten, dass man nicht irgendwann allein auf weiter Flur dasteht. Und Solidarität ist ganz, ganz wichtig, wenn wir demnächst noch viel mehr brauchen. Ja, soweit würde ich das mal so als Schlusswort betrachten. Und ja, macht weiter so, klärt weiter Leute auf und die Zuhörer, tragt auch weiter die Infos. Manchmal tun es auch kleine Zettel im Portemonnaie, dass man ein paar interessante Filmchen da drauf schreibt als Links und das weitergibt oder eben Links verschickt und überhaupt weiterverbreiten, damit die Wahrheit letztendlich immer heller ins Dunkle scheint und dann werden wir auch gewinnen. Ja, soweit sehe ich das erstmal positiv, trotz der ganzen unschönen Dinge, die da auf uns einstürmen. Dann sagen wir tschüss. Das war Werner Altnickel, chemtrail.de. Danke dir, Werner. Ich freue mich. Morgen geht's weiter im Programm. Fabian Lötsch und der Raphael vom Lichtanker ist ab 22 Uhr auf Rookietalk. Schönen Abend euch. Danke. Ja, tschüss. Mach's gut.